FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute zum Anderen, der Andersheit und der Möglichkeit einer Alteritätspsychologie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren, der 47. Episode von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute, wie immer, an meiner Seite meinen lieben Freund und Co-Host Alexander zu begrüßen. Hallo Alexander. Guten Abend, Hannes. Wir haben es uns jetzt zur Angewohnheit gemacht, abends aufzunehmen, was in den Wintermonaten allerdings auch deutlich leichter fällt. Wenn es jetzt Sommer wäre, würden wir vielleicht noch Nachmittag sagen. Wir treffen uns zu unserer wöchentlichen Übung im gemeinsamen Denken, das eine Grundlage für einen Diskurs schaffen soll. Und uns gehen glücklicherweise die Themen nicht aus. Das ist ein gewisser Reichtum, den wir auskosten dürfen. Und glücklicherweise ist es ja auch so, dass sich uns immer noch wieder neue Themen ergeben, gerade weil wir miteinander denken. Insofern direkt hier jetzt schon am Anfang der Episode meinerseits ein kleiner Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sprechen Sie doch bitte auch miteinander. Bitte seien Sie geistig. Sie werden überrascht sein, dass Ihnen aus allen Richtungen neue Ideen und neue Themen zukommen, wenn Sie sich darauf einlassen, auf das einlassen, was die Romantiker Symphilosophien genannt haben. Zusammen denken, zusammen überlegen. Das ist der echte Born des Geistes. Genau, und eben in diesem Sinn habe ich heute auch ein Diskussionsangebot quasi im Petto. Etwas, das auf jeden Fall es noch erfordern wird, dass wir gemeinsam darüber nachdenken. Es ist dabei gemeint die Frage nach der Alterität in der Psychologie. Das ist vorweg schon mal ersichtlich als etwas, das voraussetzungsreich ist und das dementsprechend eben einer kleinen Einführung verlangt. Also, wenn wir über die Alterität sprechen, dann gilt es einmal zu klären, was denn das ist, diese Alterität, was bedeutet das? Und das ist etwas, das die lateinische Übersetzung eines griechischen Ausdrucks ist, nämlich heteros. Und in diesem griechischen Ausdruck steckt schon eine Doppeldeutigkeit, die auch für das Verständnis dessen, was Alterität dann bedeuten wird, wichtig ist. Und das ist die Doppeldeutigkeit von auf der einen Seite Verschiedenheit und auf der anderen Seite Andersheit oder Anderssein. Der Begriff der Verschiedenheit, der in diesem Heteros angelegt liegt, ist zugleich das, was schon bei Platon sich findet als eine logische Bestimmung des Heteros, also eine logische Bestimmung der Verschiedenheit. Und zwar auf die Art und Weise, dass alles dasjenige, das etwas ist, zugleich alles Übrige nicht ist. Das heißt, indem wir etwas als etwas bestimmen, unterscheiden wir es von allem Übrigen. Indem wir eine Prädikation vornehmen, schließen wir eine Unzahl weiterer möglicher Prädikationen aus. Man könnte es also zuspitzend sagen, dass alles, das eine wesentliche, also jedwedes Seiende, das eine wesentliche Bestimmung erfährt, ein anderes ist. Das heißt, es ist ein Nichtseiendes in Bezug auf alles Übrige Seiende, indem es eben alles dieses übrige Seiende nicht ist. Damit etwas individuiert werden kann, könnte man weiter sagen, und so wurde es in der Tradition tatsächlich auch weitergeführt, musste es abgegrenzt werden von dem Übrigen zu individuieren. Das sind die Bestimmungen, die der Begriff des Heteros nach Platon beispielsweise bei Aristoteles und bei Plotin erfahren hat, indem sie das Verschiedensein als eine Qualifikation des Endlichen aufgefasst haben. Nicht wahr? Man kann es so, so auf den Punkt bringen, dass es eine Hierarchie gibt im Sein, also beginnend vom Urseienden des Parmenides, das eine schlechthin. Also Parmenides war ein vorsokratischer Denker, der bekannt geworden ist dafür, die These aufzustellen, dass es Veränderungen im eigentlichen Sinn, und damit meint er auf der Ebene der letzten Seinsschicht, nicht gibt, da diese letzte Seinsschicht für ihn ganz grundsätzlich von Einheit
gekennzeichnet ist und auch Einheit im starken Sinn der Einfachheit. Sie ist nur eines und als Einfaches in diesem Sinn kann sie sich nicht verändern. Und in diesem Sinn, das ist jetzt die Bedeutung, die Plotin diesem Begriff der Verschiedenheit eben insbesondere gegeben hat, greift auf dieser Urschicht, auf diesem Urgrund aller Seins die Qualifikation der Verschiedenheit noch nicht. Sondern sie ist etwas, das erst dann ins Feld tritt, wenn wir etwas Weiteres hinzufügen, etwa den Geist, der sich eben bezieht auf diesen Urgrund des Seins, beispielsweise als Logos. Der Geist, der vernünftig nun diesen Urgrund schaut oder denkt, ist bereits die erste Qualifikation hin zum Endlichen in diesem metaphysischen Bild und somit der Advent der Verschiedenheit, könnte man es etwas pathetisch sagen. Also indem es jetzt in neudeutscher Sprache formuliert, indem da ein denkendes Subjekt ist, das metaphysisch denkt, das nach dem Urgrund des Seins fragt, ist das Ganze immer schon als eine Relation aufzufassen. Das Subjekt denkt das Ganze. Und das Subjekt bezieht sich auf das Ganze als sowohl im Ganzen einbegriffenes, aber doch vom Ganzen zu unterscheidendes. Das sind noch die logischen Spielweisen dieses Wortes, dieses Begriffs, um den es uns heute gehen wird, den der Alterität. Der erste, oder vielleicht so stark will ich die Aussage doch nicht treffen, der erste, von dem ich weiß, der dem Begriff der Alterität eine persönliche Konnotation gegeben hat, ist dann der Neuplatoniker Cusanus. Und Cusanus, auch bekannt als Nicolas von Cues, war eben jemand, der an diese Ideen von Parmenides und Platon angeschlossen hat und sie zugespitzt hat auf die Dichotomie von Einheit und Vielheit. Und insbesondere bekannt ist dort eine Figur, die Figura Paradigmatica heißt. Die ist jetzt nicht abgedruckt auf unseren Folien, aber ich werde sie dann einfach in die Videobeschreibung verlinken, dann können die Interessierten das nachsehen. Und dort beschreibt Nicolas von Cues eben das folgende Verhältnis. Er beschreibt die Welt als aufgebaut entlang dieses Gegensatzes von Einheit und Vielheit, wo auf der einen Seite Gott steht als das schlechthin Einheitliche und auf der anderen Seite die physische Welt steht als das schlechthin Viele oder das schlechthin Komplexe. Und die verschiedenen Seinsschichten lassen sich jetzt mit Cusanus eben auffassen als Zunahmen der Verschiedenheit von Gott. Das bedeutet zugleich eine Zunahme in ihren individuellen Bestimmtheiten, nicht wahr? Gott ist als das schlechthin Einheitliche auch das schlechthin Unbeschreibliche, er kann nicht qualifiziert werden. Also das ist der logische Ursprung dieser Idee, die für die Cusanus auch bekannt ist, des Deus absconditus, des abwesenden Gottes. Durch seine Einfachheit und Einheitlichkeit ist er zugleich das nicht weiter zu qualifizierende und demgegenüber sind die Individuen der Erde, die endlichen Wesen, das im Höchstmaß Bestimmte. Sie sind genau so und nicht anders, wohingegen der Gott niemals nur so, sondern immer auch anders sein könnte. Eine Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist, dass man Gott einmal auffasst in einer quasi im Begriff einer doppelten Negation. Er ist das Nicht-Andere, er ist das schlechthin nicht anders sein kann im Sinne dieser Vielheit. Er ist eben unendlich und nicht endlich, also die Negation dieser Andersheit, die Negation der Endlichkeit. Und dass man sagen kann, die adäquate Theologie, die sich nun auf dieses göttliche Wesen eben in diesem Sinn bezieht, ist die negative Theologie. Also die Theologie, die davon ausgeht, dass die menschlichen Begriffe, die unser endlicher Verstand zu denken in der Lage ist, niemals das unendliche Wesen Gottes greifen, bestimmen, fassen können und daher das göttliche Wesen lediglich durch die Negation zu bestimmen ist, also durch negative Aussagen. Wir können nur darüber sprechen, was Gott nicht ist, nicht aber darüber, was er positiv ist.
Warum ist das eine persönliche Prägung des Begriffs der Alterität? So habe ich das Ganze eingeleitet. Nun, da die grundlegende christlich aufgefasste Beziehung des Individuums zu Gott eben die persönliche Beziehung ist. Wenn Jesus am Kreuz seinen Vater fragt, warum hast du mich verlassen? Dann ist das immer noch eine persönliche Frage, auch wenn Gott sich entzieht. So könnte man das vielleicht kurz auf den Punkt bringen. Also selbst der abwesende Gott ist ein Gott, zu dem wir noch in persönlicher Beziehung stehen. Er ist auf der einen Seite der, der uns geschaffen hat, auf der anderen Seite ist er der, an den wir uns im Gebet wenden, in persönlicher Ansprache, ob er nun schweigen mag oder nicht. Eine weitere entscheidende Prägung gewinnt der Begriff der Alterität dann in der Neuzeit, wenn Hegel, der große Systemdenker, es diesen Gedanken von Cusanus auffasst. Er bezieht sich aber auch auf Platon und auf Proklos, natürlich auch auf Parmenides, der ein wichtiger Anschlussdenker für Hegel ist und die Alterität dialektisch auffasst, könnte man sagen. Dort bei Hegel ist das Anderssein nun dasjenige, was man gemeinhin im Formalismus die Antithese nennt. Das heißt, wenn der Ausgangspunkt die Idee ist, ist das andere dieser Idee die Physis, die natürliche Welt, ist für Hegel das schlechthin andere, also das Durchgangsstadium, das die Idee erreicht, um zu sich selbst zu kommen, ist eben diese physische Welt. Eine religiöse Deutung, um im Thema zu bleiben, das ich jetzt eröffnet habe, desselben Zusammenhangs, die Hegel vorstellt, ist das Menschwerden Gottes in Form von Jesus Christus, in dem Gott, also eine Idee, eben zum Mensch wird, wirklich geboren wird und auch wirklich sterben muss, ist er eben ganz physisch geworden und als solcher zum anderen seiner eigentlichen Natur. Genau, also das ist die hegelianische Prägung dieses Begriffs der Alterität, die wiederum sich einreiht in den persönlich geprägten, kann man sagen, Anstrich, den wir jetzt schon bei Cusanus gesehen haben. Es gibt jetzt natürlich seit Hegel insbesondere eine Vielzahl von Philosophen und Philosophinnen, die den Begriff der Alterität noch weiter bearbeitet haben. Feuerbach wäre zu nennen, aber die für uns interessanteren, die ich noch hervorheben möchte, sind die der phänomenologischen Tradition. Und da ist zunächst einmal Martin Heidegger zu nennen, mit seinem Begriff des Mitseins mit anderen, welches er eben zu den Existenzialien, das heißt zu den Seinscharakteren, die für das Dasein spezifisch sind, rechnet. Wobei es eben darauf zu achten gilt, dass unter den anderen, mit denen wir mit sind als Daseinende, nicht mehr so wie bei Plato alle diejenigen anderen gemeint sind, die wir eben nicht sind, sondern vielmehr die anderen, von denen wir uns selbst zumeist eben nicht unterscheiden, also die anderen, unter denen wir selbst sind. Man könnte sagen, eine frühe existenzphilosophische Fassung von Sozialität, also von dem, was man dann bei Heidegger auch als Mann kennengelernt hat. War dieses Mann, das da in einem, das ist die Verfallsform dieses Mitseins, dieses Mann, das in einem quasi anonymen Nebeneinanderherleben besteht. Eine Auffassung, die in der sozialpsychologischen Forschungstradition noch vor Heidegger häufig unter dem Begriff des Nebenmenschen versucht wurde zu fassen. Wenn ich mich richtig erinnere, werden die Namen hier, Aaron Gurewitsch ist danach, aber Alfred Schütz und auch Stoltenberg und so weiter. Bei Jaspers ist nun die Kommunikation mit dem anderen eben ein unverzichtbarer Weg, eine unverzichtbare Wegmarke auf der Suche nach der Wahrheit. Er geht dabei so weit, dass er sagt, dass die Philosophie, welche er als Existenzerhellung versteht, ohne diese Form von Kommunikation mit dem anderen und mit mir selbst unmöglich ist, insofern einen dialogischen Charakter gewinnt und als von Grund auf sozial verfasstes Phänomen verstanden werden muss.
Es gibt dann noch in weiterer Folge viele theologische Auslegungen dieses Begriffs der Alterität, etwa bei Rudolf Otto als den ganz anderen, also als die quasi kontradiktorische Auffassung zu dem, was Cusanus vorgestellt hat, als das ganz Einheitliche, ist die späte Auffassung der negativen Theologie diejenige, die das Göttliche eben als das ganz andere von Anfang an setzt. Aber ich denke, dass uns das wegführt von dem Punkt, auf den wir jetzt eigentlich uns eben zubewegt haben, nämlich die psychologische Behandlungsweise oder der psychologische Umgang mit dem Phänomen der Alterität. Und ich bin jetzt ja so vorgegangen, dass ich einen kurzen ideengeschichtlichen Aufriss gegeben habe, und jetzt möchte ich sozusagen das Sachproblem der Alterität in der Psychologie noch kurz anreißen, bevor ich dir dann das Wort übergebe, Alexander. Also wir haben jetzt festgestellt, dass es verschiedene Bedeutungen des Begriffs der Alterität gibt. Es gibt die Bedeutung der Verschiedenheit, die vor allen Dingen einen logischen Gehalt hat, und es gibt die Bedeutung der Andersartigkeit, und die gilt es jetzt noch deutlicher herauszuarbeiten. Die Bedeutung der Andersartigkeit der Alterität hat eine sowohl soziale als auch ethische Konnotation. Die soziale Konnotation besteht darin, dass dasjenige, dass uns derjenige Fall, der paradigmatischerweise als ein Fall des anderen angesehen wird, ist gemeinhin eben der andere Mensch, mein Gegenüber, der Mitmensch, mein Mitmensch. Und als dieser andere ist dieser Mitmensch natürlich zugleich der paradigmatische Gegenstand der beobachtend verfahrenden, aber auch allgemeiner gesagt der wissenschaftlich verfahrenden Psychologie. Man könnte es vielleicht so zuspitzen und sagen, dass jedwede Psychologie, insofern sie wissenschaftliche Methoden bedient, eine Psychologie eben dieses anderen ist. Nicht wahr? Nur für den Fall, dass ich Introspektion betreibe oder Tagebuchforschung für mich selbst, beforsche ich nicht den anderen in diesem sozialen Sinn, sondern mich selbst. Aber für den Großteil der Psychologie ist dieser sind es eben die anderen, die wir untersuchen. Und als solche, und wenn wir jetzt bereit sind, diesen Grundbestand der Psychologie als, wie eben skizziert, anzuerkennen, und ich denke, das ist eine relativ harmlose These, dann haben wir schon eine Motivation, aus theoretisch-psychologischer Perspektive den Begriff der Alterität näher zu durchleuchten. Wir haben in früheren Episoden von Fipsi einen Zusammenhang angesprochen, der für mich weitestgehend noch unbedacht ist in seiner tiefen Dimension, aber den ich hier noch einmal kurz nennen möchte, in der Hoffnung, dass du dort vielleicht schon etwas weiter bist, Alexander, nämlich das Problem der Versuchsperson. Und das ist ein Begriff, den wir in Anlehnung an Gerd Jüttemann immer wieder diskutiert haben hinsichtlich des folgenden Problems. Also wenn wir fragen, wer ist die Versuchsperson, dann werden wir mit dem Problem konfrontiert, dass das, was in wissenschaftlichen Journalartikeln häufig Versuchsperson genannt wird, so etwas ist wie ein abstrakter Summenscore oder ein abstrakter Durchschnittswert verschiedener Messungen, dem aber für sich selbst genommen gar keine individuelle Person entspricht. Nicht wahr? Also Versuchsperson ist ein abstrakter Begriff, wohingegen die Versuchsperson, an die wir phänomenologisch als das Primäre denken, das Gegenüber im Laboratorium ist, also der Mensch, der mir da vor Augen steht oder sitzt, oder der vor dem Monitor steht oder sitzt, nicht wahr? Und das ist ein Spannungsfeld, zu dem unsere Reflexion auf den Begriff der Alterität einlädt, neu nachzudenken, neu darüber nachzudenken. Jetzt habe ich gesagt, die eine Implikation ist die der Alterität, im Sinne des Andersseins ist die soziale Implikation. Die andere Implikation war die ethische. Und das möchte ich auch noch nur ganz kurz aufreißen. Ich habe das Gefühl, schon zu lange zu sprechen. Aber, und dir dann eben das Wort zu übergeben, aber ohne diesen kurzen Aufriss wäre der Beitrag eben unvollständig. Nun, das ethische Problem der Alterität ist zugleich dasjenige, das für mich einen besonderen Stellenwert hat, insofern als dass es dasjenige war, das mich zum Philosophieren, ja, selbst geführt hat in einem echten, in einem autobiografisch relevanten Sinn eben. Es war
Mein erstes Universitätsseminar, das ich hier besucht habe, an der Philosophischen Fakultät in Innsbruck, zu Levinas Buch Totalität und Unendlichkeit. Das, wenn ich darauf zurückblicke, ein denkbar ungeeignetes Werk für einen Einsteiger in der Philosophie ist, nicht nur, weil der Gedanke, ja doch, den Levinas dort entwickelt, schwer nachzuvollziehen ist, aber auch eben sehr ungewöhnlich ist, aber vor allen Dingen, weil es ein über alle Maßen voraussetzungsreiches Buch ist, das Levinas dort eben vorlegt, das in, ja, intime Kenntnisse der platonischen Ideenlehre, aber auch der heideggerschen Existenzphilosophie voraussetzt, welche ich damals nicht hatte. Aber, und das ist eben ein interessanter Zusammenhang, der mir immer mehr auffällt, je mehr ich mit anderen Leuten vertraut werde, indem ich mehr Freunde gewinne, die selbst am Studienanfang stehen. Es ist doch oft auch so, dass wir gerade mit diesen Themen, die wir halb verstehen, besonders intim uns beschäftigen. Nicht wahr? Also die lassen uns auch oft nicht los, und genauso war es bei mir. Ich war da gefangen von dieser Faszination der Alterität. So, und jetzt mache ich die autobiografische Klammer zu. Ich denke, das soll auch genügen als Teaser. Das ethische Problem der Alterität ist nämlich das, was mich da fasziniert hat. Und dieses ethische Problem besteht jetzt darin, immer dann, wenn wir etwas als etwas bestimmen, schließen wir andere Bestimmungen dieses Etwas aus. Nicht wahr? Also andere mögliche Bestimmungen. Und das hat zur Folge, dass wir etwas auf dieses Etwas-Sein auch festlegen. Denken wir das Ganze jetzt nicht mehr abstrakt, sondern konkret. Dann bedeutet das, dass jedes Urteil, das wir fällen über jede Person, über die wir sie eben fällen, bedeutet, dass wir diese Person auf etwas festlegen. Und da stellt sich sofort das ethische Problem ein, dass wir uns fragen müssen, mit welchem Recht wir das denn tun. Berauben wir die Person nicht der Möglichkeiten ihres Andersseins, wenn wir sie als etwas bestimmen? Nun kann man sagen, es gibt dort phänomenologisch gesehen eine Tiefenschicht der Sozialität, in der das Anderssein-Können der anderen Person vors Auge tritt. Und das ist die Untersuchungsebene, auf die Levinas eben abgezielt hat. Ein Bild, das er da für das Verständnis dessen anbietet, was ihm vor Augen steht, ist das folgende. Wir müssen uns dazu in die Lage versetzen, dem anderen ins Auge zu blicken, ohne die Augenfarbe zu sehen. Nicht wahr? Also seine Augenfarbe zu sehen, zu sagen, er hat grüne Augen, sie hat blaue Augen, wäre schon zu viel, und vor allen Dingen wäre es die falsche Ebene. Es geht darum, eine Ebene zu eröffnen, die den ethischen Blick in das Antlitz des anderen gestattet und eben als jemanden einsehen lässt, der wirklich lebt und der zu dem Urteil, das wir da fällen, dass es so oder so ist, sich verhalten kann und verhalten können muss. Und dieses zweite ist der springende Punkt. Er muss sich verhalten können, wenn wir ihm keine, und das ist jetzt ein Begriff der Levinas-Forschung, epistemische Gewalt antun möchten. Weil epistemische Gewalt besteht schon darin, wenn wir eben das Erkenntnisprimat über den anderen auf Seiten des Ich ansetzen, indem wir uns es herausnehmen, ihn oder sie als etwas zu bestimmen. Das ist dann zugleich das, das in der Diskursanalyse aufgegriffen wurde und als eine der grundlegenden Gedanken eben fungiert, in der Foucault'schen Philosophie, wo es darum geht, auch den Zusammenhang auszuleuchten, dass das Setzen einer Bestimmung ein diskursives Feld eröffnet, das ist die eine Seite, aber indem sie es eröffnet, immer auch eine Unzahl möglicher anderer Diskursfelder ins Abseits rückt. Nicht wahr? An einem Punkt, ich meine, es ist in der Ordnung der Dinge, spricht Foucault von diesem Zusammenhang als der Teratologie des Außens. Also die Teratologie ist die Lehre der Monster. Dort an den Rändern des Diskurses ist das, über das nicht gesprochen werden kann, das unsagbare Andere. Und das ist eben gerade dasjenige, für das sich die diskursanalytischen Philosophien interessieren, insbesondere in ihren, ja, sagen wir mal, sozialpolitischen
Forumen, wo es eben auch darum geht, den vom Diskurs Ausgeschlossenen ihre Stimmen zurückzugeben. Aber das auch wieder nur ein Exkurs. Also für uns am spannendsten wird vermutlich sein, die soziale Konnotation des Begriffs der Alterität hinsichtlich der Psychologie, also gerade das, was ich angesprochen hatte, als das Problem, das jüttemannsche Problem der Versuchsperson. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Du darfst natürlich auch auf die anderen Punkte gerne Bezug nehmen, Alexander. Ich freue mich schon darauf, deine Einschätzung zu hören. Deine Einleitung hat einen beeindruckenden Umfang gehabt, was bereits ein Licht darauf wirft, dass Alterität dein eigener Forschungsschwerpunkt ist. Und das ist natürlich eine sehr schöne Gelegenheit hier gewesen, um einen tiefen Einblick zu erhalten. Du kannst von mir nicht erwarten, etwas in vergleichbarem Umfang beitragen zu können, auch wenn ich hier und da vielleicht einen Schwerpunkt setzen möchte. Ich möchte jetzt erst einmal deiner Kategorisierung folgen. Es gibt die Verschiedenheit, die logisch strukturiert ist. Es gibt die Andersartigkeit, die sozialpsychologisch, aber eben auch phänomenologisch bestimmt werden kann. Und es gibt die Verschränkung zwischen beiden Aspekten, wobei die Fundierungsordnung streitbar ist. Also wir könnten die Logik auf das Primat der Ethik gründen. Die klassische Variante ist wohl eher, die Ethik der Logik unterzuordnen. Auch das Letztgenannte entspricht weitgehend meiner Intuition, zu sagen, dass wir zunächst einmal den Begriff der Verschiedenheit bestimmen müssen. Das Interessante ist ja, dass du jetzt am Ende mit Levinas darauf gekommen bist, dass wir bei der Andersartigkeit ansetzen können. Dennoch, um die Linie nochmal nachzuzeichnen und vielleicht auch damit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal durch die Rekapitulation eine Möglichkeit zu geben, diesen also wirklich anspruchsvollen Gegenstand der Alterität mitzuvollziehen, will ich nochmal meine Reflexion zum Begriff der Verschiedenheit, zum logischen Begriff zunächst ergänzen. Während du gesprochen hast, habe ich zunächst einmal an das von mir bereits zitierte Spinoza-Wort Omnis Determinatio est Negatio gedacht. Die Bestimmung hängt von der Negation ab, von dem Verneinen, von dem Widerspruch. Das ist dort angeklungen, wo du auch schon von der Vielheit als doppelter Negation gesprochen hast. Das, was ja bei Hegel auch als schlechte Unendlichkeit bezeichnet wird, die doppelte Negation. Wir haben das Endliche, was ja bereits ein negativer Terminus ist, insofern als wir hier von einem Ende sprechen. Das Endliche ist bereits abgegrenzt. Und dann haben wir das Unendliche, das sich nun vom Endlichen, was ein abgegrenztes ist, abgrenzt. Die schlechte Unendlichkeit. Demgegenüber die wahre Unendlichkeit bei Hegel etwas, was gerade eben nicht von der Endlichkeit abgegrenzt ist. Allerdings hier eine logische Spielerei, also die zu fragen, gibt es so etwas wie eine Determinatio, die keine Negatio ist? Gibt es einen Begriff von etwas, den Begriff aller Begriffe, der alle anderen Begriffe einschließt, ohne seinerseits abgegrenzt sein zu müssen? Das ist eben hier so eine Suche nach Prinzipien und nach Allheiten, die vor allen Dingen in einem rationalistischen Zusammenhang, also in der Operation mit Begriffen, gesucht wird. Was mich interessiert, ist genau an dieser Stelle die Gegenüberstellung von zwei Partikeln, die vielleicht dabei helfen, Verschiedenheit und Andersartigkeit voneinander abzugrenzen. Und das eine ist die Verschiedenheit als das Nicht-Ich. Das ist ein Argument, das wir von Fichte kennen. Im Prinzip befindet sich die Bewusstseinsphilosophie des späten 18. Jahrhunderts in einer allgemeinen Aufbruchstimmung in Anbetracht der kantianischen Kritik. Zuvor hatte die Schulphilosophie vorgeherrscht, in der die rationalistische Überzeugung Bestand hatte, dass man alle Philosophie auf den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch gründen kann. Im Anschluss an Kant hat Reinhold versucht, die gesamte Philosophie auf den sogenannten Satz des Bewusstseins zu gründen.
Allerdings ist es dann Fichte gewesen, der in diesem Versuch noch eine Inkonsequenz entdeckt hat und der daraufhin die Philosophie auf den Satz oder auf die Setzung gründen wollte, dass omnes determinatio est negatio gelte. Und das ist bei ihm so vorzustellen, dass das Ich, insofern als es sich setzt, etwas gegenübersetzen muss. Ein Ich ist ohne das Nicht-Ich selbst nicht begrifflich zu fassen. Was wäre der Begriff vom Ich, wenn es kein Nicht-Ich gäbe? Das heißt, dieses Nicht ist genau die Negatio, die für die Determinatio des Ich Voraussetzung ist. Also wir haben diese eine Form, diese eine Figur, das Nicht, das wir dann in Verbindung bringen können mit einem Begriff, den wir bestimmen. Und auf der anderen Seite haben wir die Konstruktion, und das bringt mich jetzt zur Andersartigkeit im Gegensatz zur Verschiedenheit, der Mitwelt oder auch der Mitmenschen. Es sind nicht die Nicht-Menschen, es ist nicht das Nicht-Ich, sondern es ist das Mit-Ich. Es ist der Mitmensch. Das scheint mir eine subtile, konzeptuelle Differenz zu bedeuten, wenn wir uns einmal Gedanken darüber machen, was in ihr enthalten ist. Wir haben bei der Verschiedenartigkeit oder bei der Verschiedenheit, um das artig nicht doppelt zu verwenden, haben wir in diesem Verschieden das Geschieden, ist die Abgrenzung. Und in dem anderen haben wir jetzt nun doch, insofern als das andere dem Mit entspricht, eine Aufhebung in etwas Ganzem. Und das könnte jetzt zum Beispiel die Menschlichkeit sein, aber es könnte noch viel mehr sein, das will ich gleich mit dir diskutieren. Mir scheint darin aber genau dieses hegelianische Motiv der wahren Unendlichkeit wiederzukehren. Also dort, wo die Verschiedenheit die schlechte Unendlichkeit der doppelten Negation ist, ist doch die Andersartigkeit, die Mitmenschlichkeit, die Mitweltlichkeit eine wahre Unendlichkeit, insofern als hier das andere aufgehoben ist. Und Aufhebung ist ja auch der Terminus, den Hegel geprägt hat, insofern als es drei Bedeutungen von Aufhebung gibt. Aufheben als bewahren, also ich hebe mir das für später auf, wenn man beim Essen schon satt ist, dann kann man zum Beispiel diese Redewendung verwenden. Oder eben es hebt sich gegenseitig auf, das ist eben hier der Ausgleich, ja, man könnte sagen, die eine Waagschale schwingt herab und wir legen genauso viel auf die andere und das hebt sich auf, es gleicht sich aus, es neutralisiert sich. Das ist die zweite und dann haben wir eben die Negation als dritte. Das sind die drei Spielarten der Aufhebung bei Hegel, die wir hier wiederfinden können, wenn wir sagen, dass der andere in der positiven Unendlichkeit aufgehoben ist, insofern als diese die Mitwelt, das Gemeinsame, den Bereich des Gemeinsamen stiftet. Wenn ich über den Begriff des anderen nachdenke, und darüber haben wir jenseits von Fipsi schon einige Male gesprochen, dann ist das immer noch für mich jemand, mit dem ich in Kontakt stehe. Das Mysterium daran scheint ja doch zu sein, dass er uns fremd sein kann. Und ich weiß sehr wohl, dass du gleich etwas dazu sagen wirst, was der Unterschied zwischen dem anderen und dem Fremden ist. Die Möglichkeit, dass mir mein Mitmensch nicht gänzlich gegeben ist, das ist etwas Wundersames in Anbetracht des Umstandes, dass wir doch hier etwas teilen, diese Mitwelt. Da gibt es diesen schönen Begriff von Hermann Schmitz, Individuum est ineffabile, das er übersetzt als den unerschöpflichen Gegenstand. Unerschöpflicher Gegenstand ist sein Ausdruck. Individuum est ineffabile kommt natürlich nicht von Schmitz selbst, aber seine Lesart dieses Ausdrucks ist, und das ist sehr schön formuliert, der unerschöpfliche Gegenstand. Das
Der Mensch ist ein unerschöpflicher Gegenstand und diese Unerschöpflichkeit kann also eine wahre Unendlichkeit sein. Es kann bedeuten, dass wir, insofern als wir doch mit dem anderen zusammen sind, mit ihm sind, doch ihn nicht ganz haben. Den ganzen Menschen umschließen wir nicht mit unserer Hand. Und jetzt hast du mich nach der Versuchsperson gefragt und das scheint mir jetzt eigentlich nach meinen Begriffen genau der Aufbau des Gedankengangs zu sein, der uns an den Punkt bringt, an dem es spannend wird. Wir wissen, dass wir, um von einer Versuchsperson zu sprechen, hier nicht von dieser Unerschöpflichkeit sprechen dürfen. Es gibt eine Begrenzung. Es gibt eine notwendige Begrenzung, die methodologischer Art ist. Wir müssen uns einschränken. Wir müssen, um Experimentalforschung betreiben zu können, Erwartungen haben. Wenn wir keine Vorhersagen über den Menschen treffen können, insofern als wir behaupten, dass er in seiner natürlichen Freiheit und Unerschöpflichkeit eben gerade nicht vorhergesehen werden kann, immer neu ist, immer anders ist, so wird es uns nicht gelingen, unsere Theorien in einem, so wie es sich nun einmal etabliert hat, prospektiven Sinne zu überprüfen. Was wir benötigen, ist wohl eher die Verschiedenhaftigkeit von Versuchspersonengruppen, von Experimentalgruppen. Scheint mir der Begriff zu sein, der hier erforderlich ist. Wir müssen Unterschiede in diesem Sinne der schlechten Unendlichkeit gewissermaßen, die ja bei Hegel auch so illustriert wird, dass es der Versuch einer Summierung ist, also n plus 1, ist die schlechte Unendlichkeit, der Versuch, sich der asymptotisch der Unendlichkeit wie im kartesianischen Koordinatensystem anzunähern, muss das, was wir in einer existenziellen Weise als Andersartigkeit begreifen, als die unerschöpfliche Tiefe des Mitmenschen, das muss uns jetzt im Versuchslabor als bloße Verschiedenartigkeit vorkommen. Das muss begrenzt werden können, muss kartografiert werden können, limitiert werden können, auch fragmentiert werden können, um Vorhersagen zu gestatten. So, und gibt uns da jetzt nicht die Praxis recht? Es klingt ja nach all dem, was ich gerade gesagt habe, so, als würde ich jetzt im nächsten Schritt sagen, dass es eine Anmaßung wäre, als sei es psychologischer Hochmut behaupten zu wollen, dass das menschliche Subjekt in seiner Tiefe und Unerschöpflichkeit nun der Vorhersage zugeführt würde. Das ist jetzt der strittige Punkt. Ist es so, dass jede Psychologie, die, so wie du es gerade zitiert hast, mit Jüttemann einen Durchschnittsmenschen beforscht, eine Kritik, die der Experimentalpsychologie immer wieder entgegengebracht worden ist, ist diese eine Psychologie, die den Menschen verbiegt, die den Menschen entmenschlicht? Ich erinnere mich an diesen schönen Begriff, der in einem Titel steht von José Ortega y Gasset, dem spanischen Philosophen, dem spanischen Nationalphilosophen des 20. Jahrhunderts oder eines der Nationalphilosophen und Philosophinnen. Natürlich gibt es da auch noch viele weitere nennenswerte Namen, wie zum Beispiel Maria Zambrano. Aber Ortega hat eben diesen schönen Titel La Deshumanización del Arte, die Entmenschlichung der Kunst. Und ich denke jetzt an die Entmenschlichung des Menschen. Ist der Aufbau, der Experimentalaufbau im Versuchslabor ein Verlust der genuinen Unerschöpflichkeit und Andersartigkeit des Menschen als Mitmenschen hin zu einem Nicht-Menschen, um es jetzt auf die Spitze zu treiben. Also diese Abgrenzung, diese Determinatio des anderen. Ist es erforderlich zu sagen, dass der Mensch gerade eben nicht der Freie ist, damit es überhaupt möglich ist, von ihm einen Begriff zu bilden? Müsste er uns nicht sonst sozusagen zwischen den Fingern zerrinnen als ganzer Mensch? Insofern möchte ich
hier noch mit einem Bild, bevor ich dir das Wort zurückgebe, schließen, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, und zwar in meinen Lektüren von Niklas Luhmann, dem großen systemtheoretischen Soziologen, den ich für seine gewitzten Texte schätze und für seinen Scharfsinn bei der Entwicklung eines ausgesprochen anspruchsvollen und detaillierten Beschreibungssystems für soziale Zusammenhänge. Luhmann nimmt immer wieder Bezug auf George Spencer Brown, der ein Mathematiker gewesen ist, der einen Formalisierungsversuch unternommen hat, um zu beschreiben, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass eine Determinatio stattfindet, dass eine Definition, eine Feststellung, eine Unterscheidung stattfindet. Und dafür verwendet er eine einfache Taxonomie, die man mit Häkchen beschreiben kann, und zwar ein senkrechter Strich. Und nun, am Ende des senkrechten Strichs, das ist, glaube ich, gleichgültig, ob das jetzt oben oder unten ist für den Gedanken, ein anderer Strich, der in eine der beiden Richtungen geht. Und das ist alles, was es braucht. Und dann sagt Luhmann eben mit Spencer Brown, dass diesseits des Häkchens das System steht und jenseits des Häkchens ist der Unmarked Space. Unmarked Space ist dieses Zauberwort. Ja? Also die Psychologie könnte, wenn wir jetzt über die Versuchsperson als einen Raum von Freiheit und Unerschöpflichkeit sprechen, hier sagen, es wird ein Häkchen gesetzt. Es wird ein Häkchen gesetzt und das ist natürlich zauberhaft zu sagen, es wird ein Häkchen gesetzt, aber wo wird es gesetzt? Das fragt natürlich direkt nach einem Ort und das ist dann wieder jetzt eine Frage der Dialektik. Kann sich ein Ort selbst setzen? Wenn wir sozusagen uns vorstellen, wir haben eine große Leere vor uns, in der noch keine Bestimmungen vorgenommen worden sind und vorgenommen werden konnten, dem wir damit nicht vertraut sind, in diesem rein spekulativen Sinne, von dem wir gerade begrifflich davon sprechen, dass wir dort ansetzen. Wo ist der Punkt, an dem wir gerechtfertigt ansetzen? Ist es ein beliebiger Punkt? Ist es einfach so, dass wir an einem bestimmten Punkt, der uns eben zufällt, zufällig, chaostheoretisch ansetzen? Wohl kaum. Ja, aber das ruft dann auf den Plan, dass Luhmann in seiner frühen Bildungsperiode auch Husserl gelesen hat und ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier an dieser Stelle sagen würde, dass es doch einen Anhaltspunkt bedarf. Und da kommen wir an den Punkt zurück, bei dem ich angesetzt habe. Wir sind vorvertraut. Es gibt schon so etwas wie eine Verfügbarkeit des anderen in der Mitwelt. Der andere ist mit uns gegeben, insofern als uns also der Zugang zu dieser Mitwelt gegeben ist, ist uns auch bereits die Spur des anderen gegeben. Und das ist eben das Wort, das Levinas, den du angeführt hast, dafür verwendet, in welcher Art und Weise derjenige, der uns eigentlich ganz transzendent ist, der andere, der jenseits von uns steht, wie er uns doch konkret verfügbar wird. Und konkret muss hier nicht bedeuten, dass wir uns ihm am Schopf packen können, aber das ist doch so etwas wie eine Hinterlassenschaft von ihm gibt. Oder wenn ich, und das ist jetzt mit einem Augenzwinkern zu dir gesagt, vielleicht eher von einem Ausdruck sprechen mag, also die Spur des anderen als Ausdruck. Jetzt will ich sagen, dass diese Argumentationsfigur uns natürlich jetzt eine große Beweislast auf den Begriff der Mitwelt gibt. Das, was die Andersartigkeit ausmacht, das, was die wahre Unendlichkeit ausmacht, das, was diese Unerschöpflichkeit ausmacht. Und da hilft die Phänomenologie tatsächlich ein wenig. Ich denke beispielsweise an Karl Löwitt, der ja in seiner Promotionsschrift oder seiner Habilitationsschrift eine Kritik an Martin Heidegger geäußert hat, insofern als dieser vermeintlich die Sozialität, die Intersubjektivität zu wenig berücksichtige. Und dabei macht er wesentliche Anleihen bei diesem Begriff der Mitwelt, das Miteinander. Die versucht er zu bestimmen und zunächst einmal in einem phänomenalen Sinne zu bestimmen. Das macht er mit Bezug auf literarische Beispiele. Aber eine Figur, auch wenn es nur sozusagen eine kleine Teilfigur der ganzen Argumentation ist, ist mir doch gut in Erinnerung geblieben aus meiner Lektüre von seinem Werk. Und das ist die Idee, dass wir beispielsweise einen Raum, und das ist das Beispiel, das er wählt,
in einer umweltlichen oder in einer mitweltlichen Bestimmung fassen können. Eine umweltliche Bestimmung wäre zu sagen, hier steht der Stuhl und daneben steht der Tisch. So. Aber daraus ergibt sich noch lange nicht der durchaus auch normative Sinn einer mitweltlichen Ordnung, an dem wir zum Beispiel sagen, dies ist ein Tisch und ein Stuhl, an dem wir uns gemeinsam setzen können. In einer umweltlichen Bestimmung kann der Tisch auch kopfüber sein und die Stühle darüber, wie ein Kunstwerk von Ai Weiwei vielleicht, dem chinesischen Künstler. Aber die Mitwelt ist es erst, die uns begreifbar macht. Also auch hier den Begriff der Mitwelt zu fassen, ist keine Leichtigkeit. Es ist eine Frage von Sozialität zugleich, die die Alterität komplementiert. Aber damit presche ich, glaube ich, auch schon ein wenig zu weit voraus. Ich will dir jetzt die Möglichkeit geben, in die Freiräume, die ich geschaffen habe, mit meinem Galopp noch Ausbesserungen vorzunehmen. Ausbessern will ich gar nichts. Ich fand das sehr anregend, was du gesagt hast, und in seinem Kern sehr richtig. Es ist ja auch gewisserweise so, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber wir schon, dass es eben so ist, wie du sagst, dass das nicht das erste Mal ist, dass wir über dieses Thema sprechen. Und vermutlich kann man, ohne zu übertreiben, sagen, dass wir früher mehr als heute einander widersprochen haben und sich da unsere Positionen auch ein wenig aneinander angeglichen haben. Das etwas Gutes ist, das spricht für die Qualität unseres Diskurses, denke ich. Trotzdem ist das so, dass du mir einige Bälle zugespielt hast, die ich natürlich jetzt nicht ins Leere laufen lassen möchte. Auf einige dieser Bälle möchte ich jetzt eintreten, Tore schießen. Auf alle, das ist natürlich, wie es eben immer ist bei diesen Gesprächen, leider nicht möglich. Aber etwas, das mir essentiell zu sein scheint, ist etwas, das ich zugleich aufhängen kann daran, an dem Punkt, mit dem du geendet hast, nämlich der irgendwie gearteten, mitweltlichen, vorhergehenden Vertrautheit mit dem anderen. Das heißt, es gibt da doch, da, also wir wissen doch, wovon wir sprechen, würden wir sagen, mein Mitmensch oder der andere dort. Und das ist natürlich, und so sehe ich das auch, der phänomenologische Grundbestand, von dem wir ausgehen müssen. Und das, was du dann als die wahre Unendlichkeit, als die gute Unendlichkeit im Hegelschen Sinn versucht hast zu fassen, die Mitwelt als dieses Ganze, in dem eben alle möglichen Formen der Andersartigkeit aufgehoben sind, das ist der Bedeutungshorizont, dem das phänomenologische Auge dann eben als Ermöglichungsbedingung ja notgedrungen erschließen wird, wenn wir von diesem Phänomen des Mitmenschen ausgehen. So weit, so gut. Aber man muss da doch noch einmal differenzieren. Und das hast du ja auch schon angedeutet. Es gibt verschiedene Arten von dem, was wir meinen können, wenn wir jetzt von diesem anderen in der Mitwelt sprechen. Ein Unterschied, den du da ins Feld geführt hast, ist der von dem anderen und dem Fremden. Und das ist ein Unterschied, der ja mal mehr, mal weniger wichtig genommen wird. Ein Denker, das steht jenseits jedes Zweifels, für den diese Unterscheidung im Mittelpunkt seines Denkens steht, ist Bernhard Waldenfels, der vermutlich mehr als ja, jeder andere Phänomenologe zumindest sich verdient gemacht hat im letzten Jahrhundert, gerade für dieses Problem der Philosophie der Alterität im Spannungsfeld zur Sozialität und zur Fremdheit, Alienität könnte man sagen, wenn man es überstrapaziert, aber ich möchte es eben nicht überstrapazieren. Auf jeden Fall ist Waldenfels eine der Schlüsselfiguren in diesem Diskurs, der bis in die Gegenwart noch wirkt und der da viele anschlussfähige eben Unterscheidungen und Ansätze geschaffen hat. Ja, vielleicht hoffnungsvolle Interpreten würden geneigt sein zu sagen, hat er sogar Forschungsrichtungen skizziert, nämlich die Xenologie, die Lehre vom Fremden und so weiter. Auf jeden Fall steht nun diese Unterscheidung vom anderen und dem Fremden im Mittelpunkt seines Denkens, das habe ich gesagt. Und man kann sie auf den Punkt bringen, indem man es
kartiert. Das ist eine übliche Weise, das Ganze darzustellen. Man kann die Unterscheidung kartieren entlang der Achse von nah und fern. Also der andere ist die soziale Figur, die mir nah ist, wohingegen der Fremde die soziale Figur ist, die mir fern ist. Man bezieht das dann in diesen Diskursen, auch wenn es dann schnell komplex und problematisch wird, gerne einmal auf politische Themen und sagt, der andere ist das, was die Christen gemeint haben, wenn sie von der Nächstenliebe gesprochen haben. Und das, was man dann heutzutage, weil wir allzu kosmopolitisch und utilitaristisch zu denken und zu empfinden gewohnt sind, manchmal belächelt als die sogenannte Sichtweitenethik, nicht wahr? Also der andere ist der Mitmensch, der mir begegnet, soweit ich sehen kann. Der Fremde ist jetzt dann in diesem eben politisierenden Bild beispielsweise der Flüchtling, der im Mittelmeer ertrinkt. Ebenso ein Mensch wie ich, aber eben nicht so nah, dass ich ihn sehen könnte und damit zugleich ethisch im Sinne dieser ja, Parodie auf die christliche Nächstenliebe, das natürlich auch ein Zerrbild ist von ihr, der dann zugleich mich nicht angeht im unmittelbaren Sinn, nicht wahr? Ob jetzt 10.000 oder 10 Millionen Menschen im Mittelmeer ertränken, wenn ich den Fernseher nicht anschalte, um Nachrichten zu schauen, weiß ich davon ja zunächst einmal nichts. Wohingegen der Bettler auf der Straße hier in Heidelberg mich unmittelbar angeht, wenn ich beispielsweise entscheiden muss, ob ich jetzt an ihm vorüberschreite oder mich hinabbeuge zur Gabe, zur Spende. Also das ist eine Art und Weise, diesen Unterschied einzuführen. Man kann das Ganze, und das sollte man vielleicht noch dazu sagen, durch dieses freudianische Wort ergänzen, dass das Andere und das Fremde in dieser Dimension nah und fern aufzufassen sind als Pole eines Spektrums. Und das ganz Fremde im Sinne vom Entferntesten wäre dann wieder das Göttliche, das für uns kaum denkbar ist, kaum zu empfinden ist. Aber das menschlich Ferne ist eben das, das wir mit Freud jetzt aufgefasst eben diesen Charakter der Unheimlichkeit gewinnt, der selbstverständlich noch dem Anderen im Sinne des Nächsten beigemischt ist oder ihm anheftet. Das erleben wir ganz ungeahnt und uns unlieb immer dann, wenn wir Opfer eines Verbrechens werden, beispielsweise. Immer dann, wenn jemand sich mit einer gewissen Gewalt in unseren Bewusstseinshorizont drängt und ja, seine Präsenz eben ja, vernehmbar macht. Und das ist dann zugleich etwas, und das ist die Bewegung, die ich dem Diskurs jetzt mitgeben möchte, von denen wir führen, Alexander. Das ist etwas, das uns gestattet, auf eine Phänomenologie der Alterität als solche abzuheben. Also was ist es nun, dass wir denn wirklich erfahren, wenn wir diese Erfahrung der Andersartigkeit machen? Sei es nun nah oder fremd. Die Unheimlichkeit ist bereits ein erster Punkt, ein erster Begriff, der uns hier weiterhilft. Das ist etwas Stimmungsmäßiges, das uns da auch widerfährt. Und das, was wir jetzt anhand des Beispiels des Verbrechens deutlich machen können, ist eben, dass die Erfahrung des anderen gemeinhin charakterisiert ist oder zu charakterisieren ist als eine Erfahrung der Passivität, nicht wahr? Alterität geschieht. Und es ist insofern, um ein Wort von Levinas zu bemühen, selbstausdrücklich, nicht wahr? Es ist nicht so, dass wir uns entscheiden, jetzt eine Fremderfahrung zu machen, sondern das Fremde präsentiert sich und wir erfahren es. Der Aktivitätsball liegt auf Seiten des Fremden. Zumindest so in der Auffassung derjenigen, die jetzt zumindest in der Auffassung einiger der zentralen historischen Gestalten in der Begriffsentwicklung der Alterität. Also Levinas, Waldenfels und so weiter. Wenn ich die Aufzählung mache, ist eh schon klar, bei Waldenfels ist das Ganze nicht so einfach. Dort gibt es ja dieses Diastase-Modell, das versucht, einen Mittelweg zu finden oder einen dritten Weg zu finden, besser gesagt, zwischen jenseits der Dichotomie Aktivität, Passivität als ein Modell der Responsee. Etwas widerfährt und ich antworte. Also das andere präsentiert sich und ich antworte darauf, und nur mit beiden
Momenten ist die phänomenologische Beschreibung der Erfahrung vollständig. Jetzt gibt es aber auch andere Charakteristika, anhand derer sich die Erfahrung der Alterität als solcher festmachen lässt. Und die Unheimlichkeit ist eine Stimmung, die hier wichtig ist. Etwas, was darüber hinausweist, ist das, was bei Max Scheler der Widerstand heißt. Nicht wahr? Das andere macht sich vernehmbar dadurch, dass es unseren Bestimmungen und unseren Zugriffen auch widersteht. Nicht wahr? Ich sage dir, Alexander, beispielsweise, du hast Rehs braune Augen. Und dann kannst du Widerrede leisten und sagen, nein, tatsächlich ist das nicht so, ich habe blaue Augen, ich sehe sie schon mein Leben lang im Spiegel. Nicht wahr? Und dann widerstehst du meiner Bestimmung. Und so ist es auch, wenn ich dir beispielsweise eine Lüge in die Schuhe schieben würde und du Gegenrede hältst. Es ist eben im Sozialen nicht von vornherein ausgemacht, dass das urteilende Subjekt Recht behält. Und es ist auch nicht ausgemacht, dass ich gut oder dass ich rechtmäßig handle, wenn ich nun deinen Besitz mir aneigne, ohne dich zu fragen. Nicht wahr? Also wenn ich einen Diebstahl begehe. Alles das sind Dimensionen der Widerständigkeit, die eben die Alterität offenbart. Die kann man so weit treiben, dass man, wenn man jetzt eben, und wie es für die westliche Denktradition, muss man da dazu sagen, seit Descartes eben üblich ist, eine sogenannte Irrtumsaversion hat. Nicht wahr? Also die Irrtumsaversion in diesem Zusammenhang bedeutet so viel wie die Suche nach dem Fundamentum in concursum, nämlich besteht auch darin, eine Philosophie aufbauen zu wollen auf Sätzen, die gegen jeden Zweifel erhaben sind, für die der Zweifel selbst eine unpassende, sinnlose Kategorie darstellt, nicht wahr? Das bedeutet, psychologisch gewendet ja auch, dass diese Art zu denken es gar nicht vertragen kann, sich möglicherweise auch nur zu irren. Und für eine Philosophie, die so die sich so konstituiert von ihren Intuitionen her, ist das Problem des anderen gewisserweise das ultimative Problem. Und eine Art und Weise, das pointiert auszudrücken, weil man sich eben bei Fremdzuschreibungen immer auch irren kann und immer eines Besseren belehrt werden kann, es sogar Wissensbereiche gibt, in denen der andere einen privilegierten epistemologischen Stand hat, beispielsweise in der Frage danach, ob er jetzt Schmerzen hat oder nicht, ist es eben so, dass wir hier nicht diese Urteilssicherheit vorfinden, wie wir sie gerne hätten. Und eine Art und Weise, das auszudrücken, ist in dem prägnanten Begriff des Horror alieni, also eine Abwandlung des physikalischen Begriffs des Horror vacui, dem Schrecken des Vakuums, ist hier der Schrecken der Fremdheit. Und das ist eine weitere Art und Weise, wie wir versuchen können, eben phänomenologisch das zu fassen, was da den Charakter des Widerständigen ausmacht. Ja, jetzt möchte ich noch einen weiteren Punkt machen, bevor ich dir das Wort übergebe. Und zwar da werde ich dann besonders gespannt darauf sein, wie du, falls du da dir dazu etwas einfallen sollte, wie du versuchen würdest, die Erfahrung der Andersartigkeit eben phänomenologisch zu fassen. Ich weiß, dass wir in den Materialien verschiedene Versuche uns dann ansehen werden, wie das vonstatten gehen kann. Und das erste Material möchte ich auch gleich vorlesen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch kurz auf etwas zu sprechen kommen, das ich eigentlich hätte vorher schon sagen sollen. Aber ich habe mich eben warm geredet, wie man so schön sagt. Und zwar, dass die Unterscheidung von anderem und Fremden ja nicht die einzige ist, die wir anbringen können, wenn wir über das Phänomen der Alterität sprechen. Es gibt auch noch Unterscheidungen, die sich öffnen, die darüber hinausführen. Beispielsweise können wir sagen, dass das, was ich jetzt zusammengeworfen hatte, nämlich die Idee des Anderen mit dem, was vorgestellt wird in der christlichen Ethik als dem Nächsten, dass es eigentlich geschieden gehört, nicht wahr? Dass der Andere, der mir nahe ist, ist nicht gleich der Nächste, zu dem ich Du sage. Also eine andere Gestalt des Anderen ist eben die des Dus. Und damit dasjenige, das wir
unter der zweiten Person Perspektive erfahren. Etwas, das grundsätzlich dialogisch ist, für den also dieses Gedankenspiel, das wir jetzt immer angeführt haben, dass ich da bin als ein irgendwie abstrahiertes Erkenntnissubjekt, das da über die Welt urteilt und die Welt ist quasi Gegenstand meines urteilenden Bezugs und mehr nicht, von vornherein widersinnig erscheint. Wenn wir auf diese Ebene des Du schauen, ist da eben immer das Gegenüber, das auf das Urteil antworten wird, aber das eben auch, und das ist ja gerade der springende Punkt, in seinem Selbstverständnis beeinflusst ist, affiziert wird durch dieses Urteilen. Also es ist nicht ein neutrales Feststellen von Tatsachen, das wir in der Sphäre des Dus vorfinden, sondern es ist ein interpenetrierter Raum von, ja, von Erkenntnishandlungen, könnte man schon fast sagen. Und das Du ist nicht die einzige Ergänzung, die man anfügen könnte. Es gibt dieses schöne Unwort des Alter Ego, nicht wahr? Also das andere Ich. Das ist der Versuch, zum Beispiel Husserl spricht davon und auch Theodor Lips spricht vom Alter Ego oder vom Fremd-Ich, nicht wahr? Das sind Versuche, auszudrücken, dass es gewisse Strukturen des Bewusstseins, sage ich jetzt mal, in diesem Zusammenhang gibt, die doch gerechtfertigterweise auch dem anderen unterstellt werden dürfen. Und das lässt natürlich Rückschlüsse zu auf das Bild von Wissenschaft, das im Hintergrund steht. Nicht wahr? Wenn die Phänomenologie die Wissenschaft von den Bewusstseinsstrukturen ist und zu universellen Einsichten gelangt, dann ist es selbstverständlich der Schluss gestattet, dass wenn es da Fremdpsychisches gibt, das ebenso bewusst ist, es einen Teil dieser Strukturen, nämlich die universellen Strukturen zumindest, ebenso aufweisen wird. Und das heißt, radikale Fremdheit im Sinne einer totalen Verschiedenheit ist in diesem Modell gar nicht denkbar. Nachdem wir jetzt ja schon unterschieden haben zwischen dem anderen und dem Fremden, brauche ich nicht sagen, dass es auch einen Unterschied geben muss zwischen dem, was ich jetzt so zusammengelegt habe, wiederum dem Alter Ego, dem anderen Ich und dem Fremd-Ich. Im Deutschen klingt das andere Ich nur nochmal seltsamer, deswegen sagen viele eher das Fremd-Ich. Aber wenn man es genau nehmen müsste, müsste man auch hier unterscheiden. So. Und jetzt gibt es aber eben auch noch die eine Dimension, die für unser erstes Material wichtig ist, diese Alterität, die ich nennen möchte, die vielleicht denjenigen geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit dem zeitgenössischen Diskurs der Phänomenologie, aber auch eben einfach mit dem, was man in den ja, öffentlichen Medien eben als intellektuell, ja, wie soll man sagen, als Denkangebote eben unterbreitet bekommt, mit dem sind Sie vielleicht vertraut. Der wichtigste Anschlussautor für Slavoj Žižek, der ja einer der berühmtesten Public Intellectuals der Gegenwart ist, ist Lacan, Jacques Lacan, der französische Psychoanalytiker, von welchem der Begriff des Big Other stammt. Und dieser Big Other wird natürlich von einem Small Other unterschieden. Und auch Groß- und Kleinschreibung unterscheidet sich hier. Dieser Big Other meint nun den stärksten emphatischen Sinn von Andersartigkeit, nämlich Andersartigkeit im absoluten Sinn, die gar nicht mehr begriffen werden kann und die sozusagen selbst diese Ordnung der Mitwelt, von der du eingangs gesprochen hast, zu durchsprengen droht. Und ob diese Durchsprengung jetzt wirklich denkbar ist, das ist gerade das Problem, anhand dessen sich Levinas' Denken entzündet. Levinas legt eine äußerst einflussreiche Monographie vor mit dem Titel Totalität und Unendlichkeit, in der er Verschiedenes zu leisten versucht. Ich habe schon eingangs gesagt, dass er einen ja, Kommentar auf Plato und auf Heidegger schreibt, aber er versucht eben auch eigentlich so etwas zu leisten wie einen philosophischen Blick auf die, ja, einen philosophischen und
sich selbst als jüdisch anerkennenden Blick auf dieses Problem des anderen. Und wenn ich jetzt sage, sich selbst als jüdisch anerkennend, meine ich, dass er viele der wesentlichen Topoi der Tora-Auslegung und der Philosophie der Religion, des Judaismus, aufgreift und gewinnbringend in sein Werk einwebt. Einer der zentralen Anschlussautoren für ihn in diesem Sinn ist Franz Rosenzweig, der mit dem Stern der Erlösung berühmt geworden ist, einem Buch, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er sich gegen die abendländische, und damit meint er die griechisch, also die Philosophie, die in der griechischen Tradition steht, eben wendet, indem sie den Begriff des Seienden über den des Seins reiht. Und das ist eine Idee, die Levinas versucht mitzuvollziehen. Und das hat ganz viele Assoziationen und Implikationen, die zur Erhellung des Begriffs der Alterität wichtig sein werden. Beispielsweise eben etwas, das jetzt auch immer schon wieder angeklungen ist, die innige Verquickung von auf der einen Seite Endlichkeit, Alterität, Individualität und so weiter, Widerständigkeit, man kann es nennen, wie man möchte, eben auch Ethik, Unaussprechbarkeit, genau. Also das Individuum ist unaussprechbar, wie du es gesagt hast. Das ist ein Topos, der sich auch hier wiederfindet. Aber bevor ich noch mehr aushole, lese ich einmal das Material vor. Also Levinas schreibt über die Beziehung von Alterität und Unendlichkeit. Also nimmt hier auch wieder eine Variation vor. Das Folgende. Der kartesische Gedanke der Idee des Unendlichen bezeichnet das Verhältnis zu einem Seienden. Also hier mein Einschub zu einem Seienden, also nicht zum Sein. Das ist wichtig, um das Ganze zu verstehen. Dass seine vollständige Exteriorität in Bezug auf den bewahrt, der es denkt. Er bezeichnet die Berührung des Unberührbaren, eine Berührung, die die Unversehrtheit des Berührten nicht gefährdet. Das Unendliche ist absolut anders. Das Transzendente ist das einzige Ideatum, von dem es in uns nur eine Idee geben kann. Es ist von seiner Idee unendlich weit entfernt. Es ist also außerhalb, weil es unendlich ist. Diese Weise des Anderen sich darzustellen, indem er die Idee des Anderen in mir überschreitet, nennen wir Antlitz. In jedem Augenblick zerstört und überflutet das Antlitz des Anderen das plastische Bild, das er in mir hinterlässt. Überschreitet die Idee, die nach meinem Maß und nach dem Maß ihres Ideatum ist, die adäquate Idee. Das Antlitz manifestiert sich nicht in diesen Qualitäten, sondern cut auto. Das Antlitz drückt sich aus. Im Gegensatz zur zeitgenössischen Ontologie birgt das Antlitz den Gedanken einer Wahrheit, die nicht in der Entdeckung eines unpersönlichen Neotrums besteht, sondern ein Ausdruck ist. Das Seiende durchschlägt alle Hüllen und Allgemeinheiten des Seins. Hier endet das Zitat, zu dem ich wirklich so einiges zu sagen hätte. Ich beschränke mich auf einen kurzen Kommentar und das ist es dann auch wirklich. Ich möchte nur den Kontext kurz klarstellen, damit man das Ganze einordnen kann, und das ist der Bezug auf Descartes. Also Levinas führt hier den Begriff der Alterität ein in Analogie. Natürlich in keiner strengen Analogie, aber vielleicht sollte man besser sagen in Form einer Allegorie, auf dem kartesianischen Gottesbeweis. Dieser Gottesbeweis läuft wie folgt ab. Das ist der immanente Gottesbeweis, immanentistische Gottesbeweis. Das Ego, das denkt, findet in sich die Idee des Unendlichen vor. Diese Idee des Unendlichen muss nun irgendwoher kommen. Das Ich, das endlich ist, kann aber aufgrund seiner eigenen Endlichkeit selbst nicht der Grund dieses Unendlichen sein. Das Unendliche kann nicht vom Endlichen herkommen. Es muss aber irgendwo herkommen und per Ausschlussprinzip bleibt nur noch ein Ort übrig, nämlich aus dem Nicht-Ich. Das heißt letztlich aus dem Unendlichen wiederum, da es ja nicht aus einem anderen Endlichen kommen kann, wie schon etabliert ist. Und so muss es aus sich selbst herkommen und zugleich von außen. Das heißt, Descartes versucht auf diese Art und Weise zu begründen, dass die Idee Gottes in uns vorgefunden ist, aber nicht von uns selbst herkommt, sondern von Gott selbst her
in uns gegeben wird, wurde, sodass wir auf der einen, sodass wir zugleich dazu berechtigt sind, zu schließen auf die Existenz Gottes. Und Levinas sieht das Ganze nun eben auf eine ähnliche Weise für die Alterität. Es gibt eben auch diese Form der Unendlichkeit, der Andersartigkeit, die darin besteht, dass sie immer noch weitere Möglichkeiten des Andersseinkönnens eröffnet und folglich ebenso wenig aus einer irgendwie gearteten, irgendwie verstandenen Art von Potenz auf Seiten des Ichs herrühren kann, sondern seinem Begriff nach also aus der Exteriorität herrühren muss. Es muss von außerhalb kommen und daher dann auch die ganze Rede von der Passivität, die ganze Rede von der Selbstausdrücklichkeit und so weiter und so fort. So, jetzt halte ich auch endlich mal mein Wort, Alexander, dass es das Letzte war, das ich sagen möchte, und übergebe dir die Fackel. Ich bin sehr gespannt, was es alles geben wird. Ich setze bei diesem Zitat ein, die Exteriorität des Anderen, das Unberührbare und seine Berührung. Das sind natürlich Begrifflichkeiten, die wir in einem Kontext verstehen müssen. Es klingt, als würde es sich hier um Selbstwidersprüche handeln. Und das ist natürlich auch das Spiel. Es ist eine Sympathie mit der Dialektik, die wir in der Phase, in der Levinas schreibt, immer wieder in der französischen Philosophie beobachten können. Ich neige dazu, das etwas nüchterner zu sehen und dem etwas abzugewinnen zu versuchen. Und mein Anhaltspunkt ist jetzt an dieser Stelle mit diesem Zitat, das Ganze noch einmal dort aufzugreifen, wo wir gewissermaßen das, ich sage einfach mal, ohne mich damit jetzt festlegen zu wollen, auch kulturell geprägte Selbstbild des autonomen Subjektes uns vor Augen zu führen. Das könnte zum Beispiel in der Persiflage geschehen, die Max Stirner mit dem Einzelnen und sein Eigentum gewählt hat, also das radikale Selbstständige. Gerade an der Grenze zur Absurdität, die ein ontologischer Solipsismus wäre, die Auffassung eben solus ipse, alleine ich selbst oder alleine derjenige welche, das ist hier das Grenzphänomen zu sagen, hier bin bloß ich für mich. Und das heißt natürlich insofern, als wir hier von psychischer Existenz sprechen, gerade eben auch mein Verstand und meine Vernunft mit der klaren Betonung auf dem Personalpronomen, jeweils meine Vernunft. Bei Vernunft ist es sicherlich noch mal etwas schwieriger, insofern als es da diesen Geltungsanspruch gibt, ja die Beziehung zur Geltung ganz klar im Vordergrund steht, aber doch zumindest zu sagen, dies sind meine Gefühle, meine Gedanken, meine Erlebnisse, all das ist meins und es ist unversehrt, ja, und das ist jetzt beinahe schon die negative Kontrastfolie, zu sagen, ich bin hier unberührt, ja, ich bin in einer Sphäre aufgehoben, die abgeschlossen ist. Und so findet sich das zum Beispiel bei dem vorhin erwähnten Niklas Luhmann, der sagt, dass soziale Systeme etwas sind, das mit einem Code, mit einer Kommunikationsweise operiert, die nicht anschlussfähig für die Umwelt des Systems ist. Luhmann spricht also im Gegensatz zur Systemtheorie der 60er, 70er Jahre nicht von offenen Systemen, sondern paradoxerweise von geschlossenen Systemen. Wir sagen, hier bin ich und die geschlossene Sphäre, von der ich eben gesprochen habe, ist wie so eine Schneekugel, in der alles anders ist. Ja, also nichts davon berührt das Äußere und dazwischen liegt etwas, was wir jetzt nicht weiter bestimmen müssen. Ja, dazwischen könnte zum Beispiel
die Symbol-Stoff-Grenze liegen, so wie wir das, sagen wir mal, von Newell und Simon kennen. Die sagen, dass Problemlösen und Denken eine symbolische Operation ist. Und dementsprechend sind diese symbolischen Räume immer instituiert in irgendwelchen Organismen, die aber unabhängig voneinander sind. Also besteht keine echte Berührung zwischen diesen einzelnen symbolischen Repräsentationsräumen. Und das ist der Gedanke zu sagen, hier haben wir das abgeschlossene Ich. Und was ist jetzt aber diese Berührung? Ja, also das, was ich gerade konstruiere, ist das Kontrastbild zu Levinas. Ein Bild, in dem wir einen starken Ich-Begriff haben, ein Ego, das in seiner Autonomie sich behauptet und das also ein egozentrisches Weltbild darstellt. Das Ich ist hier der epistemische Kern des Daseins. Das ist also ein Punkt, bei dem man sagen würde, wie kann da überhaupt Alterität eine Rolle spielen? Und das wäre eben dann nicht jetzt der ontologische Solipsismus, sondern der epistemologische Solipsismus, der zum Beispiel Husserl vorgeworfen wird, mit diesem Alter-Ego-Begriff zu sagen, dass die anderen Menschen in meine Welt überhaupt erst treten, insofern als ich sie epistemisch gestatte, anerkenne. Zunächst einmal müssen sie für möglich gehalten werden, sonst sind alle anderen Menschen für mich Schaufensterpuppen. Aber jetzt kommt eben das Antlitz und jetzt kommt diese Sache. Also erst einmal die zur Kenntnisnahme dieser Geschlossenheit und dann aber anzuerkennen, dass hier etwas durchdringt. Und das ist das magische Moment der Berührung durch den Unberührbaren, ja, aber eben auch des Unberührbaren in diesem doppelten Sinne des Genitivus Objektivus, Genitivus Subjektivus. Und das ist doch jetzt hier gerade in dem Moment, in dem ich davon spreche, dass das Einzelne, oder besser gesagt der Einzelne und sein Eigentum eine geschlossene Sphäre, psychische Sphäre von Verstand und Vernunft mit jeweils dem Anspruch des Personalpronomens darstellen, dass wir sagen, das ist ja hier so etwas wie eine Autorationalität, eine Homorationalität, eine Gleichgeartetheit des Verstandes, der Vernunft. Das ist alles eines, aber jetzt tritt eben dies heran und das ist dann der Einbruch des anderen, die Heterorationalität, möchte ich sagen. Das Fremde tritt ein, das Verschiedene, das andere tritt ein und deswegen ist dieses Moment der Berührung meines Erachtens eine, in dem Sinne, wie du von dem Unheimlichen gesprochen hast, eine schon an einen Horrorfilm erinnernde Szene. Ja, also wir denken an Kaspar Hauser, den wie Feuerbach, der Vater von Ludwig Feuerbach, wie hieß er mit Vornamen? Ludwig Feuerbachs Vater wies nach in ausführlichen juristischen Untersuchungen, dass Kaspar Hauser, der in einem Turm gefangen gewesen ist oder in einem Kerker gefangen gewesen ist und nicht mit anderen Menschen in Kontakt getreten war, dass er der Nachfolger einer Fürstenlinie gewesen ist. Dass also Kaspar Hauser noch nie einen Menschen getroffen hat und jetzt handelt es sich um die erste Begegnung. Das ist natürlich auch ein Motiv, was wir aus Science Fiction kennen, der erste Kontakt. Ja, Star Trek, der erste Kontakt. Die erste Berührung hier, und darüber haben wir in Fipsi schon mal gesprochen, die doppelte Kontingenz. Wie kann es sein, dass zwei sich begegnen, die jeweils nur Gewissheit und Vertrautheit mit ihrer eigenen Sphäre besitzen und dann aber jetzt hier eine Berührung auftritt, wie kann sie interpretiert werden? Was kann sie bedeuten? Was ist diese Unheimlichkeit? Und das ist ja etwas, was wir in dem schönen Ausdruck Befremdung wiederfinden. Und da müsste man jetzt die
den Präfix B interpretieren. Also das Fremde haben wir eben schon besprochen, ja, hier dringt etwas ein, aber ich denke an, also betasten und auch bestäuben, wie eine Biene bestäubt, ist das auch eine Füllung, ein Erfüllen mit dem Fremden. Also nun tritt hier das Fremde in uns ein und das scheint mir hier doch das zu sein, worum es geht, was das Ganze auch konstituiert. So wie Martin Buber von dem Grundwort Ich-Du spricht, gibt es hier jetzt eine lebendige Beziehung durch diese Berührung des Unberührbaren, die wir als die Konstituierung einer neuen Kategorie des epistemischen Feldes begreifen müssen. Diese Befremdung, die eintritt, öffnet die Welt, öffnet die Daseinssphäre auf eine neue Weise, die aber eben auch nicht beherrscht werden kann von einer Homorationalität, von einer Gleichmäßigkeit des Verstandes. Und da haben wir natürlich dann auch noch den anderen Begriff der Entfremdung. Befremdung, Entfremdung, nicht miteinander zu wechseln, subtil. Befremdliches Erlebnis ist noch lange nicht entfremdend. Entfremdend ist hier dann vielleicht eben auch so etwas wie der Einbruch des Fremden in die eigene Beschaffenheit, in die eigene Identität, in den eigenen Vollzug. Aber wovon wir jetzt hier gerade eben sprechen, mit diesem Bild der Berührung des Unberührbaren, scheint mir gerade das Moment zu sein, das wir vorhin erwähnt haben, angedeutet haben, dass wir sagten, es gibt hier eine Vorgegebenheit des anderen. Und jetzt ist hier eben die entscheidende Frage, ist das so? Ja, ich habe gerade von doppelter Kontingenz gesprochen, das ist jetzt ein soziologischer Terminus, bei dem wir sagen, gut, es begegnen sich die ersten beiden Steinzeitmenschen, sie stehen voreinander und wissen nicht, was sie sagen sollen, wissen nicht, was der andere ist, was das da ist und halten es im Prinzip auch nicht für möglich, dass er kommunikationsfähig ist. Ich will das nochmal wiederholen. Die doppelte Kontingenz ist, also es begegnen sich zwei Lebewesen, die selbst zu dieser Sphäre, und das ist natürlich nur eine Abstraktion, aber die zu dieser Sphäre imstande sind, die eine Sphäre entwickelt haben, in der sie leben, die sie selbst unberührbare sind. Und nun begegnen sie einander. Wie können sie davon ausgehen, dass das, was sie nun sagen würden, vom anderen verstanden wird, wenn sie nichts über ihn wissen? Warum sollten sie davon ausgehen, dass ein Wort, das sie sprechen, oder ein Laut, den sie abgeben, auf der anderen Seite eine Reaktion hervorrufen würde? Und das ist natürlich eine starke Suggestion, darüber auf diese Weise nachzudenken, wenn wir jetzt an frühkindliche Entwicklung denken und sagen, ist das hier nicht vielleicht gerade so ein autistisches Lächeln, wenn ein Kind von 30 Tagen lächelt? Also das sind Beobachtungen, die zum Beispiel von Kurt Goldstein gemacht wurden. Kurt Goldstein sagt, wir finden schon bei Kindern, die 30 Tage auf der Welt sind, das Lächeln. Und das ist eben ein Resonanzlächeln. Jetzt ist die eine Theorie zu sagen, das ist eigentlich gar kein Resonanzlächeln. Es ist sozusagen nur ein Indikator für Homöostase, für Wohlbefinden. Das Kind lächelt, weil es sich wohlfühlt. Es ist alles in Ordnung. Aber es ist eben dann doch da der Punkt, dass das Resonanzerfahrung ist. Das Kind lächelt die Mutter an. Und das ist das ist die Berührung des Unberührbaren. Die Frage ist jetzt, wenn diese beiden Steinzeitmenschen einander gegenüberstehen, ist das vielleicht dann irgendwann etabliert? Und wir gehen gewisserweise weltoffen jetzt durch die Hauptstraßen der Welt und jedem einzelnen Menschen, dem wir dort begegnen, begegnen wir authentisch, sind zu unserer Berührung bereit und wir sind keine Unberührbaren mehr, sondern sind beständig empathisch und offen. Das ist ja gerade eben jetzt hier der springende Punkt, dass der andere ja eben immer wieder ein anderer ist. Er ist ja nicht derselbe. Es gibt ja nicht eine Kategorie des anderen. Man ist nicht auf den jeweils neuen anderen, auf den wieder anderen und eben auch gerade auch nicht auf denselben anderen gefasst. Er ist eben unerschöpflich und kann, so mancher Berührung gegenüber mögen wir dann auch wieder ungeöffnet sein, mögen wir verschlossen sein.
Jetzt ist für mich die andere Frage, was das mit dem Antlitz auf sich hat. Ich habe eben schon von der Spur als Ausdruck gesprochen. Das Antlitz ist natürlich das Bild, was jetzt hier gewählt wird. Und nun fragt man sich, Antlitz, ist das nicht so etwas wie Gesicht? Und ist es nicht gerade so, dass wir damit etwas sehr Empirisches meinen? Wir schauen den anderen an und ja, es verbirgt sich doch in seinem Gesicht so manches, was wir da nicht zu wissen vermögen. Und nach meiner Lesart, ja, ich betone, es ist meine Lesart, ist das Antlitz hier nicht einfach sozusagen etwas, das auf eine physiologische oder besser sogar noch anatomische Konstellation reduziert werden kann, sondern das ist etwas, was dem Gesicht erst einmal die Ganzheit gibt. Und das ist sozusagen schon etwas, was ich daran illustrieren möchte, dass man sich die Frage stellt, wo fängt Gesicht an, wo hört Gesicht auf? Würden Sie sagen, das sind die Knochen, die am Kinn entlang laufen und oben vielleicht der Haarschopf, der das begrenzt? Wo ist genau Gesicht und gehören die Ohren noch zum Gesicht oder gehören sie dann nicht? Also das, was überhaupt erst einmal die Einheit von all dem konstituiert und das Gesicht hier eben teilweise auch fransig ist, wenn ich so sagen darf, ja, das ist etwas, was schon klar macht, dass wenn wir von Gesicht sprechen, das nicht einfach eine Frage von einem gewissen begrenzten Areal auf einem Skelett ist. So manch einer mag vielleicht auch gerade gar kein Gesicht haben, ja, also jemand, der ganz entfremdet ist, ja, wenn Sie vielleicht Erfahrungen damit gemacht haben, als Psychologin oder Psychologen mit bestimmten Veränderungen des menschlichen Wesens durch Psychopathologie, dann sind dort vielleicht auch Erfahrungen zu machen. Ja, ich erinnere mich an einen Vortrag, den wir im Kolloquium von Thomas Fuchs gehört haben. Entfremdungserfahrung eben auch als das, bei dem uns niemand begegnet. Ja, wenn wir jemand anderem ins Gesicht schauen. Und das zeigt hier an, dass wir von Antlitz nicht in dem Sinne sprechen sollten, dass das zusammenfällt mit einem anatomischen Gesicht. Dieses Zitat ist für mich so reich, wie du es auch schon gesagt hast. Ich habe vor allen Dingen auch darin die Unendlichkeit wieder erkannt, die ich ja vorhin mit Hegel ins Spiel gebracht habe. Allerdings ist das natürlich eine philosophiegeschichtlich, ein philosophiegeschichtlicher Topos größten Umfangs über die Unendlichkeit lässt sich unendlich viel sagen, weswegen ich nicht behaupten möchte, dass Levinas hier in direkter Kontinuität zu dem steht, was ich mit Hegel vorhin behauptet habe. Das weicht sicherlich zu einem gesunden Grad auch voneinander ab und hier müsste man große Detailarbeit exegetisch betreiben, um überhaupt den Unendlichkeitsbegriff zwischen Levinas und Hegel ins Verhältnis zu bringen. Also ich möchte mich hier zu keinen Ad-hoc-Hypothesen hinreißen lassen, die einfach sagen, dass Levinas und Hegel auf dieselbe Art und Weise den Begriff der Unendlichkeit verwendet hätten. Das sei einfach einmal in Klammern gesetzt, aber dennoch zu einer Anregung des eigenen Denkens wird es reichen. So viel allerdings erst einmal von meiner Seite, denn du bist unter uns beiden der größere Levinas-Spezialist. Ich weiß ihn sehr zu schätzen. Die Frage, die ich an dich weiterreiche, ohne dass du sie jetzt beantworten möchtest, besser gesagt eher das Problemfeld, ist für mich jetzt aber gerade die Idee der Unberührbarkeit und zwar jetzt nicht im Sinne dessen, den ich vorhin mit Marc Stirner dargestellt habe, der Einzelne, wir selbst, die wir unberührbar sind, für die Berührung des anderen, insofern als wir uns in unserer selbst, in dieser Homorationalität, die ich entwickelt habe, darstellen, sondern gerade eben der Entzug. Ja, also das Motiv, das wir, du hast von Heidegger gerade gesprochen, das wir von Heidegger kennen, der andere entzieht sich, es ist das Individuum ineffabile und gerade eben auch Negativität. Im Antlitz ist, oder besser gesagt, da würde ich schon eher dieses Levinasche Bild, also etwas besser als das Antlitz kenne, nämlich der Spur, also in der Spur ist der andere eben nicht, ist nicht mehr. Wenn überhaupt, ja. Also wenn wir nicht mehr sagen, dann könnten wir, und das hatten wir hier schon bei Fipsi zitiert, können wir an George Herbert mitdenken. Sind wir auf der Spur vom Me, aber nicht vom I? Sind wir auf der Spur unseres oder des anderen Ichs, insofern als es seine erkaltete
erstarrte, kristallisierte Beschaffenheit ist, oder erfassen wir es in seiner Ursprünglichkeit? Ja, also nach meinem Dafürhalten ist die Idee der Transzendenz bei Levinas gefährlich, insofern als bei unter Umständen nur die Dialektik übrig bleibt, um dann noch eine gemeinschaftliche Sphäre zu schaffen. Die Mitweltlichkeit geht in dieser unendlichen Ferne des Anderen, von der hier gesprochen wird. Es ist von seiner Idee unendlich weit entfernt. Das scheint mir hier der strittige Punkt zu sein, in dem sich fragen lässt, ob es dann überhaupt noch etwas gibt, was sich erkennen lässt vom Anderen, oder ob wir es dann nicht, und ich glaube, das ist eine These, die wir schon besprochen haben, ob es dann eben schon nicht mehr anders ist. Also wir appropriieren es. Wir waren befremdet und haben uns nun angepasst. Wir haben es uns einverleibt. Wir haben es assimiliert. Ja, wir haben es uns gleich gemacht. Und assimiliert, ja, simil ist ja eben dann auch wieder, also das Homorationale in dem Sinne, wie ich da vorhin gesprochen habe, Also kann es das andere in dieser Denkart denn nicht immer nur als indirekter, als eben bloß Negatives, als Schlechtes, Unendliches geben? Wir haben in unserer Sphäre, unserer eigenen Unberührbarkeit, eben nur die Möglichkeit, indirekt überhaupt mit dem anderen in Kontakt zu treten. All das, was wir von ihm wissen, ist eigentlich schon unseres, sind wir selbst. Es ist so etwas wie eine regulative Idee. Es muss da draußen wohl jemand geben. Wir horchen in die Nacht hinein und wissen genau, dass all der Schall, der aus dem Wald hinaus zu uns anlangt, der uns erreicht, dass der von uns gehört worden ist. Und dass das schon nicht mehr der Schall ist, der bei den Tieren des Waldes entsendet worden ist. Ja, du hast gesagt, du endest mit einer Frage und hast sie dir eigentlich schon zu Teilen selbst beantwortet. Ich will mich jetzt auch gar nicht zum Levinas-Experten hier aufspielen, weil du nach dem Verhältnis von Hegel zu Levinas gefragt hast und nach dem Verhältnis von Heidegger zu Levinas. Das war, wie gesagt, für mich eine Lektüre früh in meinem Studium, die mich aber nachhaltig beeinflusst hat. Insofern glaube ich, dass ich das selber tun müsste, wie das, was du getan hast, und zwar ganz deutlich hervorheben, dass es meine Interpretation ist, von dem ich hier sprechen kann nur. Und meine und sicherlich in vielen Dingen auch das, was man eben mit so Gedanken macht, die man lange mit sich trägt. Man verfremdet sie, denkt sie weiter, belegt sie mit neuem Sinn, mit eigenem Sinn. Das ist mir bei Levinas sicherlich mehr geschehen als bei kaum einen anderen Denker. Aber in aller Kürze würde ich das ganze Verhältnis so einstufen von Hegel zu Levinas, dass Hegel einer der wichtigen Anschlussautoren von Levinas ist, auf den er sich auch explizit bezieht und der natürlich mit dieser Vorstellung eines Weltsystems sozusagen gerade dasjenige Denken markiert, gegen das sich Levinas entschieden wenden möchte. Also man könnte es zuspitzen auf diesen Unterschied. Hegel ist der Denker des Seins. Nicht wahr? Bei ihm gibt es so etwas wie eine Identität von Sein und Logos. Das ist eines der Axiome der alten Ontologie, so wie sie Nicolai Hartmann identifiziert, die eben charakteristisch sein soll für das Hegelsche Denken insbesondere. Und von dieser Identitätsthese aus folgt der ganze Rest. Nicht wahr? Es geht dann lediglich um eine Selbstexplikation dieses Identitätssatzes, in dem eben ja, der Logos sein Sein erschließt, zu sich selbst kommt und dafür eben das Medium der Geschichte wählt und so weiter. Demgegenüber stellt, also das ist das, was Levinas bezeichnet als Totalität. Das Denken des Systems, ein Denken, das alles umfassen möchte, ist zugleich ein Denken, gegen das er sich stellt, indem er eben das Primat des Seins stürzt, es als eine alte Tafel ausweist und demgegenüber das Primat des Seienden veranschlagt. Das Seiende ist nun dasjenige,
dass eben nicht im Begriff aufgeht, dass der Rest dieser Gleichung von Sein und Logos ist. So das, was übrig bleibt. Und das ist zugleich das, was diese Begriffe ausdrücken, meines Erachtens nach, an denen du dich nun auch abgearbeitet hast, nämlich die Berührung des Unberührbaren und der Abstand von der Idee. Die Abstand von der Idee bezeichnet eben das, was ich jetzt versucht habe darzustellen. Es gibt diese Differenz von Seiendem und Sein, etwa die ontisch-ontologische Differenz mit Heidegger. Und für Levinas ist es eben so, dass, oder ich schlage vor, das Ganze so zu lesen, dass Levinas hier mit der Idee die Seinssphäre meint und mit dem Abstand dieser Differenz, die das Seiende zu der Idee, die man von ihm haben kann, doch aufweist. Und jetzt ist der spannende Sonderfall für die Idee der Alterität der, dass es von ihm nur eine Idee geben kann, analog zu der Idee Gottes. Dadurch, dass der Alterität dieses überfließende Moment inhariert, also dadurch, dass es so ein Quell ist, der ständig überfließt, auf jede Bestimmung, auf jeden Ausdruck, der sich zeigt, folgen unendlich viele mögliche andere Ausdrucksformen desselben Wesens, des anderen eben. Dadurch, dass es so ist, gleicht diese Idee derjenigen Gottes. Es gibt also nur das eine Ideatum, das zugleich aber eines ist, das wir nicht wirklich denken können, wenn wir mit Denken etwas Positives meinen, als ein Begreifen und Bestimmen. Das ist das, was wo nun jetzt auch eine Verbindungslinie zu Heidegger auftaucht im levinaschen Denken. Du hast mit Recht darauf hingewiesen, dass es diese Formel gibt, der Spur des Anderen. Die Spur ist das, was der Andere nicht ist, aber das, was er zurücklässt. Nicht wahr? Sozusagen ein mittelbarer Ausdruck dessen, dass es da etwas Andersartiges gegeben hat. Und jetzt finden sich bei Heidegger etwa in Was heißt Denken verschiedene Formulierungen, in denen er auch den Entzug ins Zentrum stellt. Da sagt er einmal, dass über das Wesen des Menschen, dass der Mensch jemand ist auf dem Zug einem sich Entziehenden nach. Das heißt, er ist so etwas wie ein Zeichen, das bedeutet, aber nicht referiert. So könnte man es sagen. Wir sind ständig auf der Suche, was auch natürlich die existenzphilosophische Grundformel der Authentizität mit meint, die wir erst selbst stiften müssen, nicht wahr? Also werde, wer du bist. Wir werden in das Sein geworfen, in die Existenz und müssen uns zu dem machen, der wir sein möchten oder auch zu dem, der wir sein können. Das ist nur möglich im Licht eines Bildes unserer eigenen Existenz. Das heißt, wir brauchen im Vorhinein einen Begriff von dem, der wir werden wollen, sodass wir der dann auch werden können. Und ob das gelingt oder nicht, ist dann die Frage der Authentizität. Ich denke, dass die hier innig verwunden ist, ja, mit der Frage nach der Alterität, in dem Sinn, als dass natürlich in der Suche, im Streben nach der Authentizität es auch unverfügbare Momente gibt. Der Schicksalsschlag. Das ist der Moment, wenn die Alterität in unser eigenes Sein einbricht. Nicht wahr? Ich werde zu einem ganz anderen. Sagen wir, Usain Bolt wird zum Wehrdienst eingezogen und stürzt sich heldenhaft vor seinen Kameraden, bekommt einen Granatensplitter ab und sein Bein muss abgenommen werden. Jetzt haben wir hier in diesem Gedankenexperiment, das vielleicht eine schlechte Art Humor ausdrückt, wenn ich es jetzt so bedenke, aber es ist auch schon spät, das ist mir jetzt eben eingefallen. Dazu stehe ich jetzt auch. Jetzt haben wir in diesem Gedankenexperiment jemanden, für den das Laufen höchstwahrscheinlich konstitutiv ist für das Verständnis desjenigen, wer er ist, also für seine Identität. Und ihm widerfährt nun der Schicksalsschlag, dann auch noch aus eben edlen Motiven, dass er nicht mehr laufen kann. Also ein passives Moment, der widerfahren ist, das dann auch noch zurückverweist auf den Feind, der da die Granate warf, verändert ihn von Grund auf in seinem Wesen. Und jetzt könnte man sagen, das ist meine wilde Interpretation, dass er selbst eben
ein Zeichen ist, das auf diesen anderen verweist, ohne ihn zu erreichen. Also Usain Bolt selbst wird von diesem Entzug heimgesucht. Ja. Das andere Moment des Zitates, auf das ich zu sprechen kommen wollte, war das der Berührung des Unberührbaren. Ich lese das Ganze ein wenig weniger aufregend als du, muss ich gestehen. Und zwar, das drückt sich für mich hier vor allen Dingen die Passivität aus. Was bedeutet die Berührung des Unberührbaren eben? Es ist unberührbar in der Art und Weise, als dass wir nicht diejenigen sind, die es berühren können. Den anderen zu erreichen liegt nicht im Vermögen des Ich, sondern der andere drückt sich aus, widerfährt mir und er berührt mich. Nicht wahr? Dadurch berührt mich das, was für mich unberührbar ist. Und auf eine Art und Weise, die eben, ja, und das ist das Entscheidende, die Unversehrtheit des Berührten nicht gefährdet. Also es ist. Dieses Widerfahren ist der Modus der Erfahrung, der es gestattet, dass Alterität erscheint, ohne begriffen und bestimmt zu werden. Nicht wahr? Sie zeigt sich sozusagen autonom. Ja. Das verweist für mich, und jetzt kommt der eigentlich interessante Teil, auf den ich mich schon von Anfang an gefreut habe, das verweist für mich jetzt auf das, was du Homorationalität genannt hast. Nicht wahr? Homorationalität war für dich der Ausdruck dessen, dass wir, um das andere zu denken, eigentlich auch eine Form von Vernunft, Ordnung benötigen, die eben nicht identisch ist mit derjenigen, die wir von uns selbst her kennen. Oder das ist einer der Problemhorizonte, die du skizziert hast. Das ist natürlich nicht identisch damit. Aber diese Homorationalität, der entspricht ja auf Seiten der verschiedenen Figuren, die die Alterität annehmen kann. Wir haben sie ja schon durchleuchtet, der Fremde, der andere und so weiter. Verschiedene Morphismen. Nicht wahr? Man kann sagen, dass der Begriff des Alter Ego sozusagen einem Egomorphismus gleichkommt, was wir eingangs gesagt haben zum paradigmatischen Stellenwert der Mitwelt in der Bestimmung des Phänomenhorizonts der Alterität, habe ich in verschiedenen Aufsätzen immer wieder kritisiert als Anthropomorphismus, in der Frage nach dem anderen. Und versucht zu durchleuchten, beispielsweise auf eben Formen nichtmenschlichen Anderssein-Könnens, also tierlichem Anderssein-Könnens. Könnte auch die technikphilosophische Frage stellen, ob es nicht die Maschine sein kann, die als eine andere erscheint und ob das nicht gerade der Sinn des sogenannten Turing-Tests ist, das herauszufinden. Das heißt, der Turing-Test ist eigentlich ein Test auf Alterität viel mehr als auf Intelligenz. Nicht wahr? Wir interessieren uns eigentlich nicht so sehr dafür, wann die Maschine intelligent ist. Sie ist ja, das wissen wir jetzt schon, in vielen Bereichen unserer intellektuellen Fähigkeit weit überlegen, in anderen geradezu lächerlich unterlegen. Aber was uns wirklich interessiert, ist doch, wann es unmoralisch wird, den Computer auszuschalten. Also wann ist die Maschine ein wirkliches Gegenüber? Wann lebt sie? Nicht wahr? Und das ist die Frage nach der Alterität. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem wir ja unser ganzes Weltbild vielleicht überdenken müssen oder zumindest neu die Linien von Lebendigkeit und Unlebendigkeit neu ziehen müssen. Und dann interessanterweise gerade im Licht einer Virtualität, nicht wahr? Aber das ist nur ein Ausblick. Was mich jetzt wirklich interessiert an diesem ganzen Zusammenhang ist der Problemhorizont, auf den unser zweites Material hinweist. Das ist einer, den Das ist ein Material, das sich einreiht, vermutlich kann man das sagen, in das weite Feld dessen, was wir hier bei FIPS immer wieder als Emotionalismus besprochen haben und versucht, eine phänomenologische, materiale und positive Antwort auf das Problem der Fremderfahrung zu geben, indem es die Fremderfahrung also die Erfahrung des anderen als anderen, also die strenge Verständnisweise von Alteritätserfahrung und Fremderfahrung im Modus der Liebe als gegeben ansieht. Es handelt sich dabei um einen Autoren, der, ja, das nehme ich mir jetzt mal raus zu sagen, auch früher oder spät hoffentlich hier sein wird bei Fipsi. Wir sind da ja schon seit einiger Zeit im Gespräch mit eben Matthias Schlossberger, der in Frankfurt an der Oder lehrt und forscht, der
sich auch in der Max-Scheler-Gesellschaft sehr verdient macht und der eben seit einiger Zeit, schon seit seiner Dissertation, dem Problem der Alterität nachforscht und in jüngster Zeit, also seine Dissertation war, wenn ich mich richtig erinnere, es könnte auch die Promotion gewesen sein, war 2005 die Schrift Die Erfahrung des Anderen. Und 2019 hat er eben versucht, das Ganze weiterzuentwickeln in der Phänomenologie der Normativität. Das ist ein Buch, das versucht, eine materielle Anthropologie zu skizzieren. Das heißt, eine Anthropologie, die nach Scheler und Plessner, das heißt nachdem der Problemhorizont sowohl der Verborgenheit des Menschen als auch ja, der liebesmäßigen Überbrückung des Alteritätsgrabens, sage ich jetzt mal, durch Scheler, eben aufgetan wurde, eine neue Bestimmung des Menschen vorzunehmen, eben im Lichte der 100 Jahre, die vergangen sind, und also im Lichte des historischen Standes der Gegenwart, der 100 Jahre, nachdem Scheler und Plessner eben ihre Thesen vorgelegt haben. Damit gleicht Schlossberger Davor Löffler, der ja sich auf einer allgemeinen Ebene einem gleichartigen und ähnlichen Projekt verschrieben hat, das Ganze natürlich aber methodologisch ganz anders angeht. Für mich ist das Ganze jetzt so interessant, weil es ja die Frage danach stellt, ob es nicht Erkenntnisformen gibt, die aktive Elemente enthalten oder die geradezu aktivisch sind und die dennoch die Alterität des anderen unversehrt lassen. Das heißt, wir können mit Scheler und mit Schlossberger, wie wir gleich sehen werden, ein Gegenmodell zur Unbegreiflichkeit der Alterität aufstellen, indem wir ganz simpel die Einsicht nachvollziehen, dass wir den Begriff der Erkenntnis zu eng fassen, wenn wir ihn mit dem des Logischen zusammenfallen lassen wollen. Es ist, und der, mit dem Begriff des Logischen meine ich jetzt, so wie du gesprochen hast eingangs, von dem Gegensatz des Primats der Ethik und des Primats der Logik, oder eben mit dieser pascalschen Unterscheidung der Ordnung des Verstandes, der Ordnung der Vernunft und der Ordnung des Herzens. Es ist natürlich auch so mit Scheler, das müssen wir sehen, dass es eine Logik des Herzens, eine Logik des Emotionalen und des Fühlens gibt. Und gerade die könnte der Schlüssel dazu sein, die Fremderfahrung im strengen Sinn aufzufassen. Und Schlossberger vollzieht hier das Manöver, das uns beiden, dir und mir, Alexander, ja auch lieb ist, so viel als Teaser vorweg, nämlich zu sagen, dass die Liebe gerade die stärkste Form der Erkenntnis ist. Also niemanden kennen wir besser als die Person, die wir lieben. Und zugleich eine Form der Erkenntnis ist, in der das Verschiedenheitsbewusstsein zu seinem absoluten Maximum gesteigert ist. Nicht wahr? Von niemandem haben wir mehr Ehrfurcht als vor der Person, die wir lieben, vor den Personen, die wir lieben. Ganz offenbar wird dieser Zusammenhang ja auch in der romantischen Liebe. Nicht wahr? Wenn wir uns hier vor Augen führen, dass wir immer auch von der Gunst und der Gabe, wie man es modern sagt, des anderen abhängig sind, nämlich in der Art und Weise, dass das, was man jeden Tag, wenn man jetzt in einer Beziehung lebt, für selbstverständlich nimmt, nämlich dass der andere morgen noch mit einem zusammen sein will, eigentlich nicht selbstverständlich ist, sondern es ganz im Gutdünken des anderen steht, ob er sich jetzt trennt oder eben nicht. Dann wird uns klar, dass die Liebe nicht so etwas ist wie eine bloße Verschmelzung, ein erweiterter Egoismus, sondern ein Balanceakt zwischen größter Intimität und größter Alterität. Und jetzt lese ich das Zitat vor von Schlossberger, wie er eben die Liebe als einen alteritätssensiblen Modus der Fremderfahrung auffasst. Und das wird uns dann Gelegenheit geben, das Ganze nochmal im Detail zu disputieren. Schlossberger schreibt: Blickt man auf die Geschichte der Philosophie, dann fällt auf, dass relativ viele Philosophen eine bestimmte Form der Verschmelzung bzw. Vereinigung mit dem anderen, mit Gott, mit der Welt als höchste Form und Ziele unseres Lebens angenommen haben. Die Idee findet sich bei Platon im Mythos des Kugelmenschen, demzufolge die Menschen ursprünglich paarweise verbunden waren und dann getrennt wurden und sich nun wieder vereinigen sollen. Sie findet sich bei Autoren der christlichen Tradition, die die Erfahrung Gottes als Einswerdung mit Gott denken,
ebenso wie im Buddhismus oder beim jungen Hegel und bei Schopenhauer. Gegen diese Deutung der Liebe erhebt Scheler scharfen Protest. Er bestreitet nicht das Phänomen, wohl aber dessen Deutung als höchste Form der Liebe. Würde ich den anderen tatsächlich so behandeln, als ob er mit mir identisch wäre, dann würde ich sowohl einer Realitätstäuschung unterliegen, als auch einer Täuschung über sein Wesen. Wirklichkeit und besondere Natur des anderen wären gerade aufgehoben. Und am Ende nicht, ich würde am Ende nicht den anderen, sondern nur mich selbst verstehen. Diese Pseudoliebe sei nichts anderes als Erweiterung der Selbstsucht. Die wirkliche Liebe denkt Scheler anders. Zu ihr gehöre ein verstehendes Eingehen auf den anderen als anderen. Verschmelzung und Einsgefühl mit einer geliebten Person darf nur ein Moment der Begegnung, nicht aber das Ziel der Liebe sein. Echte Liebe ist vollständige emotionale Bejahung von Wesen und Realität eines anderen, als dieses anderen. Seine Seele oder sein Personenkern ist nie mit Begriffen zu erfassen. Nur in der Liebe ist der andere in seinem individuellen Charakter verstehbar. Fällt die Liebe weg, bleibt nur noch die soziale Rolle des anderen. Hier endet das Zitat, das wieder verschiedene Problemhorizonte eröffnet. Beispielsweise sind wir auf den Zusammenhang von sozialer Rolle und Alterität bislang noch gar nicht zu sprechen gekommen. Und das ist vermutlich auch ein eigenes Feld, das über den Horizont der heutigen Sitzung hinausweist. Aber bei Schlossberger wird klar, dass sich das Spannungsfeld eröffnet am Verhältnis von Alterität zur Individualität. Und er stellt ja hier mit Scheler die Liebe vor als einen Akt, der sich auf das Individuum bezieht, nicht wahr? Also die Liebe ist hier das, was das Individuum ineffabile untergeht. Die Liebe macht den anderen als Individuum zwar nicht sagbar, aber doch erfahrbar in seiner Individualität. Es ist ja gerade so, ich veranschauliche es anhand eines Beispiels, das ich sehr eingängig finde, dass wir wirklich das Individuum lieben, kann man sehen, wenn man sich vor Augen führt, das, was wir nicht lieben. Und zwar, wir lieben nicht die Eigenschaften des anderen. Wenn ich an meiner Freundin jetzt bloß ihr kurzes Haar oder den Klang ihrer Stimme oder was auch immer lieben würde, dann müsste ich ja all diejenigen Menschen zugleich lieben, die dieselben Eigenschaften aufweisen. Tatsächlich liebe ich aber bloß sie. Und ich müsste dann ja auch aufhören, sie zu lieben, sobald sie sich die Haare wachsen lässt. So ist das natürlich nicht. Sondern man liebt die Person und ist mit ihr auf eine individuelle Weise verbunden. Man könnte es mit Scheler so sagen, dass diese Liebe zum Individuum es allererst ist, was das Liebenswürdige, das sich dann in Eigenschaften artikulieren lässt, allererst entdeckt. Also ich liebe nicht kurzes Haar und deshalb meine Freundin, sondern ich liebe meine Freundin und deshalb gefällt mir kurzes Haar. Und so weiter. So könnte man es vielleicht aufschlüsseln, auch wenn es meines Erachtens nach dann bereits den schelerianischen Denkhorizont verlässt. Das ist ja auch klar, weil es so ein typisch analytisches Gedankenspiel ist. Aber ein Zusammenhang ist mir hier auch noch besonders wichtig. Und das ist derjenige Zusammenhang, den Schlossberger in seiner Promotion oder Dissertation, eben in der Erfahrung des anderen, auch beleuchtet. Und das ist die Kritik von Michael Teunissen an der Phänomenologie. Und seine Bestimmung der Liebe als dieses alteritätssensiblen Modus der Fremderfahrung ist eine Antwort auch, so lese ich das Ganze, auf Teunissens Kritik. Teunissen wirft der Phänomenologie vor, dass sie Fremderfahrung nicht wirklich bestimmen kann. Sie fasst sie nämlich auf als bloß einen anderen Modus von intentionaler Erfahrung. Also die soziale Begegnung ist in der orthodoxen husserlianischen Phänomenologie beispielsweise einzureihen neben beispielsweise die Fantasievorstellung, die eben auch intentional strukturiert ist, oder die Wahrnehmung, die intentional strukturiert ist. Tatsächlich aber müssten wir, wenn wir das Primat der Ethik annehmen, das ist ja gerade der so vielsagende Konvergenzpunkt von Levinas und Scheler und eben auch Schlossberger, dass wir dann unzufrieden sein müssen mit dieser Inreihstellung des
der Erfahrung des anderen mit anderen intentional strukturierten Erfahrungen. Man müsste, so Teunissen, einen Modus der Erfahrung sui generis annehmen. Beispielsweise einer der Vorschläge, der in der Literatur vorliegt und an dem ich selbst auch arbeite, wie du weißt, ist der Empathie. Man könnte hier sagen, dass könnte hier das ganze Problemfeld der Beziehung von Empathie und Liebe aufreißen, aber auch das führt meines Erachtens nach zu weit. Der Topos, der nicht zu weit führt, sondern auf den ich zuspitzen will, ist eben der, den auch Michael Fletcher einmal in einer Reflexion auf das Verhältnis von Husserl und Levinas so bezeichnet, dass es bei Levinas nicht darum geht, zu einem Bewusstsein der Infragestellung zu gelangen. Also das, was wir am Anfang der Sitzung versucht haben, die Erfahrung der Alterität als solcher qualitativ zu spezifizieren, Widerständigkeit, Unheimlichkeit und so weiter, sondern es geht bei Levinas um eine Infragestellung des Bewusstseins. Nicht wahr? Es geht darum, dass das Antlitz wirklich das Primäre ist und die Phänomenologie sekundär wird. Also die Beziehung zum anderen und die Sphäre der Ethik ist so vordergründig bei Levinas, dass die ganze Begrifflichkeit der Phänomenologie nicht mehr hinlangt, weswegen er auch dann versucht, eine neue Begrifflichkeit ins Feld zu führen, eine Begrifflichkeit der Begegnung und eine Begrifflichkeit der Intrige, eine menschlichere und auch vom religiösen Vokabular entlehnte Redeweise. Und jetzt ist der spannende Punkt eben der, wie verhält sich denn nun das schellerianische Denken dazu? Ist es nicht so etwas wie der Rettungsschlag, den die Phänomenologie anzubieten hat, eben wenn sie sich das Gewand des Emotionalismus überwirft, dass dieser liebende Bezug zum anderen gerade dieser Modus der Erfahrung sui generis ist, der den anderen als anderen trifft, ohne ihn zu vergegenständlichen, wie andere intentionale Erfahrungen ihn eben vergegenständlichen. Und vor allen Dingen ist diese Art von emotionaler Fremderfahrung nicht auch die, die wir uns für eine wissenschaftlich eingestellte Psychologie zunutze machen können. Wenn wir, also ich meine es jetzt nicht zunutze machen im Sinne von instrumentalisieren und ausnutzen, sondern an der wir ansetzen können, wenn wir das Ganze weiterdenken wollen. Wir hatten nun doch eingangs gesprochen vom Problem der Versuchsperson. Und wenn wir jetzt hier feststellen, dass die stärkste Form von persönlicher Beziehung die Form der Liebe ist, müssten wir doch auch die Frage nach der Liebe zur Versuchsperson stellen und was die überhaupt bedeuten kann. Aber jetzt bewegen wir uns ja auf das Gebiet der Scheler-Exegese und der Scheler-Interpretation, und wie du mir vorhin den Vorrang gelassen hast mit Levinas, möchte ich dir jetzt bei deinem Zitat von dir, Hausgott Scheler, auch den Vorzug lassen. Unsere heutige Sitzung führt uns von demjenigen Thema, dem du eine Abschlussarbeit gewidmet hast, Levinas und der Alterität, nun jetzt zu dem Thema, dem ich eine Abschlussarbeit gewidmet habe. Jeweils eine philosophische Masterarbeit, nämlich in meinem Fall den Begriff der Liebe bei Max Scheler. Und das ist natürlich jetzt ein Feld, das einen ganz neuen Problemzusammenhang bedeutet. Ich versuche, die Fäden unserer heutigen Sitzung etwas zusammenzuhalten. Also, wenn wir in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass es um Gegebenheitsweisen geht, darum, wie uns der andere gegeben ist, dann scheint die Problematik der Psychologie nahezulegen. Also, wie können wir überhaupt wie können wir diesem unerschöpflichen Ich gerecht werden? Der ein oder andere Methodiker oder die Methodikerin, die gerade zuhören, mögen jetzt schon eine Ahnung haben, dass eine ganzheitliche Psychologie, eine Psychologie mit dem Anspruch, nicht nur über Verschiedenheit zu sprechen, sondern auch über Andersartigkeit, diejenigen eben nun hier in der Liebe eine Methode ahnen. Und das ist das, was so schwierig ist. Die Idee, die hier vorgestellt wird von Schlossberger, ist etwas, das in Frage steht. Und zwar von ganz verschiedenen Seiten. Du hast eben Teunissen erwähnt,
Und ich will etwas Analoges darstellen, und zwar aus zwei Perspektiven. Zunächst einmal etwas anekdotisch. Die Situation, dass ich in Paris gewesen bin auf der Sitzung der Max-Scheler-Gesellschaft und mit Wolfhard Henkmann im Gespräch war und darüber sprach, wie man bestimmte Probleme lösen könnte. Und meine Antwort war etwas vorschnell. Ich war noch ganz im Rausch meiner damals geschriebenen Abschlussarbeit in der Philosophie, dass die Antwort ja der schillerianische Begriff der Liebe sei. Und dann schaute Henkmann nicht verdutzt, sondern etwas verschmitzt und sagte: Ja, aber es wird wohl kaum einen Begriff in dieser Philosophie von Scheler geben, der schwieriger zu bestimmen sei. Und das habe bisher noch niemand geschafft. Ja, das war also etwas, was mir dann auch in meiner Phase als gerade Masterabsolvent, fing gerade meine Promotion in der Psychologie an, rein Wein einschenkte, dass das mit dem Liebesbegriff bei Scheler eben keinesfalls etwas ist, was so etwas wie eine leicht niedrig hängende Früchte, eine leicht verfügbare Methode für die psychologische Methodologie ist, aber gerade darin steckt die Wahrheit des Ganzen. Das ist jetzt hier der Zusammenhang. Daher nun die zweite Perspektive. So wie du gerade Teunissens Kritik dargestellt hast, lässt sich auch eine innerphänomenologische Kontroverse ins Feld führen, über die ich im letzten Jahr einen Artikel veröffentlicht habe, nämlich die Kritik von dem vorhin schon erwähnten Bernhard Waldenfels an Scheler. Und die habe ich den Vorwurf der Paraoptik genannt. Paraoptik ist das Stichwort. Also so etwas wie eine vermeintliche Sichtwahrnehmung, eine vermeintliche Gesichtswahrnehmung, also das im Sinne von dem Gesicht als dem Sinn des Sehens. Die Idee von Waldenfels ist die folgende: Schelers Idee der Liebe entwickelt sich inmitten eines philosophischen Gebäudes von Akten, die in der Wertnehmung, in der Auffassung von Werten kulminiert. Wir haben eine Fundierungsordnung, an deren unterster Stelle, also an der Tiefststelle, an der ursprünglichsten Stelle, die Liebe steht. Daran schließt sich die Vorzugsordnung an, also das Vorziehen und Nachsetzen. Die Liebe als entdeckender Akt, dann haben wir das Vorziehen und Nachsetzen, die Präferenzordnung mit dem zweiten Akt. Beides keine, für Scheler zumindest, keine Akte der Erkenntnis, keine Vollzüge von Erfahrung, die Erkenntnis sind, keine epistemischen Akte, sondern eben emotionale Akte, viel ursprünglichere Akte, die in einer Unmittelbarkeit zur Welt stehen, einem unmittelbaren Weltbezug, die wir nicht in einer reflexiven, tagwachen Erfahrung fassen und manipulieren können, willentlich manipulieren können. Wir können uns nicht aussuchen, was wir vorziehen und was wir nachsetzen. Und darauf setzt dann die Aktklasse, die epistemisch ist, auf der dritten Fundierungsebene stehen die Akte des Fühlens. Wohlgemerkt aber nicht die Gefühle, die bei Scheler zuständlicher Natur sind. Also zum Beispiel das Gefühl, dass jemandem ein Schauer über den Rücken läuft, das ist ein zuständiges Gefühl, ein viszerales Gefühl, eine physiologische Regung, die die Vitalsphäre betrifft. Die Fühlregungen als Akte beziehen sich aber eben dann auf Werte. Und das ist der Punkt, an dem die Kritik von Waldenfels einsetzt. Waldenfels sagt, dass die Beispiele, die Scheler gibt, dass die Argumente, die Scheler liefert, sich nicht von der Wahrnehmung emanzipieren könnten. Also Schiller sei nicht dazu imstande, etwas anderes für die Gegenstandssphäre aufzuzeigen, de facto deskriptiv psychologisch aufzuzeigen, als eben etwas, was auf Wahrnehmung angewiesen ist. Das heißt, es gibt gar keine Unabhängigkeit dieser emotionalen Fundierungsordnung. Und das ist der Paraoptik-Vorwurf. Also man kann jetzt hier sagen, dass der Begriff der Liebe hier aufgebauscht ist, und wenn wir das auf das Problem der Alterität übertragen, wäre das zu sagen:
bevor der andere mir in seiner Tiefe, in seiner unerschöpflichen Tiefe gegeben ist in diesen Akten, muss ich ihn ganz nüchtern, ganz profan einmal gesehen, gehört, ertastet und so weiter haben. So, das ist so eine Argumentation. Warum trägt die Waldenfels vor? Ich habe Waldenfels Kritik an Scheler wesentlich in Frage gestellt. Ich halte sie nicht für angemessen. Ich glaube, dass sie etwas tendenziös ist, denn Schelers Darstellung dieser Prozesse, dieser Zusammenhänge widerspricht so ein wenig des Diastasenmodell, was du vorhin erwähnt hast, vor allen Dingen eben der Idee, dass Pathos und Response die beiden Grundformen des Weltbezugs sind. Hier treten die Werte an eine Stelle, die viel fundamentaler ist als das, als ich das Waldenfels vorstellen kann. Aber ich will das nicht so exegetisch und jetzt so subjektivistisch formulieren, als das ist ja ein ad hominem Argument. Waldenfels will sich hier einen unliebsamen Konkurrenten für sein eigenes Modell aus dem Weg schaffen. Das ist natürlich nicht das Hauptargument. Ein anderes Argument würde ich mittlerweile so machen, und das schreibe ich in meinen Arbeiten noch nicht so, das habe ich, ist eine spätere Einsicht. Das ist nämlich die Auffassung, dass die Realität von dem anderen, von seiner psychischen Gegebenheit, nicht etwa in so Modalitäten wie Sinn, wie den Sinneswahrnehmungen vorgegeben sein kann. Das ist die streitbare These, also die Beweislast wird hier nur umgelagert. Wenn wir sagen, dass in dieser emotionalen Fundierungsordnung der anderen nicht gegeben sein kann, so wie das Waldenfels mit dem Vorwurf der Paraoptik meint, dann müssen wir ja sagen, dass hier in Akten beispielsweise des Tastsinns, und das ist ja der liebste Sinn von Herrn Schlossberger, so sehr ich das auch in Ehren halte und es mit Herder zum Beispiel wertzuschätzen weiß, ist das meines Erachtens noch nicht des Pudels Kern. Denn das findet sich zum Beispiel bei Oswald Külpe das Argument. Also zwar mag es sein, dass die Sinneswahrnehmung eine notwendige Bedingung für die Realität, für die das Realitätserleben ist, aber keine notwendige, denn es ist ja keine hinreichende. Denn es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel in Halluzinationen oder in anderen Formen der Täuschung die Erfahrungen des Tast- oder Sehsinns haben. Und das ist eben das entscheidende Gegenargument, zu sagen, wenn wir eine Alteritätsphilosophie gründen wollten auf die Idee, die Waldenfels hier als Alternative anbietet, dann ergeben sich neue Probleme. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass die Kritik entkräftet ist, die jetzt hier an dem Liebesbegriff geäußert worden ist. Waldenfels wirft Scheler eine Liebesmetaphysik vor. Und das klingt auch schon so wie der Vorwurf einer Blumigkeit und einer übermäßigen Bezogenheit auf Emotionalität, die man Scheler vielleicht auch zu Recht zum Vorwurf machen kann. Ich glaube, er ist an einer Stelle einmal als Sonntagsphilosoph bezeichnet worden, weil er tatsächlich für die moralisch problematischen Konsequenzen seines Denkens nicht immer sehend gewesen ist. Aber es gibt eben andere Argumente, die ich jetzt nicht referieren werde, die ich eben in diesem Aufsatz referiert habe, um Waldenfels Kritik noch im Weiteren in Frage zu stellen. Was sich hier jetzt also einstellt, ist etwas, was ich gerne mit einem Begriff von Max Scheler selbst als den phänomenologischen Streit bezeichnen müsste. Und das ist eigentlich die Krone. Das ist eigentlich das höchste aller Gefühle meines Erachtens von philosophischer Wissenschaft, von philosophischer Arbeit, der phänomenologische Streit, die Auseinandersetzung darüber, wie etwas tatsächlich zu verstehen ist, aber nicht in einer Elfenbeinturm-Perspektive, in der wir nur Begriffe austauschen, um ein Minimum an Erfahrung zu kategorisieren, sondern indem wir uns über Erfahrungen austauschen, indem wir versuchen, einander in die Position zu bringen, eine Erfahrung nachzuvollziehen und mitzuvollziehen
Und das ist hier eigentlich der Reichtum. Und ich glaube, dass es kaum jemandem besser gelungen ist als Max Scheler selbst, solche Beispiele zu finden, die einen anderen sehend machen können. Wenn also Scheler zum Beispiel sagt, dass solche Fälle von Wertnehmung dann gegeben sind, wenn wir im Museum stehen und uns ein Bild gefällt, obwohl wir uns noch gar nicht darüber sicher sind, was überhaupt in ihm zu sehen ist, dann ist da etwas vorgegeben. Und da könnte natürlich Waldenfels sagen, na gut, aber da muss doch irgendwie vorher der Sehnerv gereizt sein. Natürlich sagt er das nicht so. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier so ein Sensualist wäre. Das ist nicht ausreichend. Ja? Es geht natürlich immer darum, ob es ausreichend ist. Wir erinnern uns an die schöne Argumentation, die wir hier bei Fipsi referiert haben, die von Erwin Strauss formuliert worden war, dass wir zwar in das Elementaristische dekonstruieren können, aber nicht rekonstruieren. Wir können nicht aus einem Haufen von Holzspänen einen Baum bauen. So ist es nicht möglich. Und genauso wenig können wir aus einem Haufen von Sehnervreizungen uns eines Vorzugs eines Gemäldes gegenüber anderen in seiner Werthaftigkeit aufbauen. Das ist hier die Problematik, von der wir sprechen. Und das bezieht sich selbstverständlich auf das andere als den anderen in seiner Tiefe, in seiner Unerschöpflichkeit. Aber an dieser Stelle will ich tatsächlich dazu übergehen, die Frage zu stellen, was das für die Psychologie bedeutet. Und mir ist da noch ein Anhaltspunkt gekommen, während du referiert hast. Und da dachte ich nämlich an Nietzsche, wie er in der Genealogie der Moral schreibt, wir sind uns unbekannt. Und das scheint, glaube ich, hier mit diesem Scheler-Kontext gut zusammenzupassen. Also wir haben bei Scheler die Idee eines Primats des Du, die Vorgegebenheit des Anderen. Ja? Und das ist eben hier die Berührung des Unberührbaren. Das ist eine, die Omnis Determinatio est Negatio wieder mit ins Spiel bringt, insofern als wir auf den anderen angewiesen sind. Insofern als man sich diese spannende, also wirklich im höchsten Maße anregende Frage stellen kann, ob Caspar Hauser ein Mensch gewesen ist. Eine Frage, die mich schon sehr lange umtreibt, die mich schon also seit meinem Psychologiestudium umtreibt, ist Caspar Hauser, also ein idealisierter Mensch, der kein Bewusstsein eines anderen Menschen hat, ein Mensch. Und Max Scheler würde ich hier eben sagen, dass Caspar Hauser durchaus ein Mensch ist. Das Alternativbeispiel ist Robinson Crusoe und die Idee ist eben für Scheler, dass Robinson an ihm selbst die Möglichkeit der Gegebenheit der Gemeinschaft vorliegt. Ja, also Robinson merkt, dass er auf Gemeinschaft hingeordnet ist, dass seine Weltoffenheit die Möglichkeit des anderen einschließt. Und nur insofern kann er dann aber auch er selbst sein. Und das ist hier die spannende Frage. Also wir haben vorhin davon gesprochen, dass sich das Individuum abkapselt. Ja, ich denke an Piaget, in dem hier eine Konstruktion vorgenommen wird, die doch ein starkes kartesianisches Ich voraussetzt. Und jetzt haben wir doch hier die umgekehrte Wendung und das ist auch eine Wendung, die das Erkenntnisinteresse des Psychologen oder der Psychologin betreffen kann und zwar folgendermaßen. Wenn Nietzsche in diesem Zusammenhang sagt, jeder ist sich selbst der Fernste, wir sind uns fremd, wir kennen uns nicht, wir sind uns unbekannt, dann ist es doch eben so, dass hier der andere zum Vertrauten wird. Ja, also wir haben das Motiv, das Schlossberger hier vorstellt, um zu etablieren, wie wir über dieses Höchstmaß an Ehrfurcht, das du gerade benannt hast, gerade das Höchstmaß auch an Selbstbestimmung haben. Das heißt, die Psychologie ist doch gerade zur Philanthropie in einem besten methodologischen Sinne verdammt, insofern als es die Wissenschaft sein sollte, die mit dem größten Augenmaß auf die subtilsten Differenzen im Seelenleben achten sollte, weil sie auch nur so zur Selbstbestimmung des Gegenstandes kommt. Es
gibt hier keine Vorkenntnis. Ja, das scheint mir gleichzeitig das Motiv zu sein. Und dann diese schöne Idee von Scheler, dass es sich um einen Prozess der Entdeckung handelt. Natürlich ist es gerade nicht so, dass wir sozusagen mit unseren Versuchsaufbauten einfach immer nur vorbereiten könnten, was denn kommen würde. Insofern könnte man jetzt hier im Anschluss an so eine alteritätssensible Fremderfahrung, könnte man ein Plädoyer der explorativen Methoden anschließen. Man könnte sagen, wenn wir denn überhaupt diese Sensibilität in eine psychologische Forschung umsetzen müssen, dann gilt es doch auch einmal die Nuancen, den Nuancen einen Spielraum zu geben, in denen sie sich zeigen können. Das würde ich hier nahelegen wollen. Mir scheint das plausibel daraus hervorzugeben, dass wir dem anderen mit Ehrfurcht, mit Würde begegnen, dass wir ihm eine Würde zugestehen. Natürlich auch ein Begriff, der seine Komplexität hat, aber glücklicherweise zum Beispiel in der Plessner-Gesellschaft ja verhandelt wird von Herrn Schürmann, um einen kleinen Vorgriff auf eine künftige Fipsi-Episode einzustreuen. Ich würde jetzt also behaupten, wenn wir Fremdwahrnehmung alteritätssensibel entwickeln, dann bedeutet das für die Psychologie, dass sie begreifen muss, dass sie auch in der Selbstbestimmung ihres Gegenstandes darauf angewiesen ist, hier einen Rahmen zu schaffen, in dem der andere wesen kann, um es so schön mit der heideggerianischen Vokabel auszudrücken, also dass hier ein Raum geschenkt wird. Was das jetzt tatsächlich bedeutet, wie diese Exploration im Lebensvollzug gestaltet sein kann, das sollte allerdings jetzt mit der entsprechenden Vorsicht betrachtet werden. Es ist jetzt hier nicht eine Skizze für ein Methodenkatalog, für ein Handbuch, das uns gestattet, die Ordnung des anderen kennenzulernen. Und mit der Ordnung des anderen, das weißt du, ist natürlich hier der Ordo Amoris gemeint, die Vorzugsordnung, in der der andere Mensch sich in seiner Persönlichkeit realisiert. Das ist die Ebene, auf der wir das thematisieren können. Mir scheint nicht, dass sich das direkt in eine Methodenvorlesung übersetzen lässt. Ja? Da müssen noch einige Vermittlungsschritte dazwischen stehen. Aber hier ist doch der Platz der Psychologie. Oder siehst du das anders? Ja, das ist ja jetzt, also das, was ich ganz am Anfang der heutigen Sitzung ausgewiesen hatte, der Bereich, zu dem ich noch nicht allzu weit fortgeschritten bin, also in meinem Denken. Das aber etwas ist, das mich ganz intim interessiert, selbstverständlich. Und in den Grundzügen dessen, was du da skizziert hast, komme ich sicherlich mit dir überein. Ich musste aber an einer Stelle. Ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt wesentlich in die Haare kriegen werden, an etwas denken, das ich gerade heute bei Thomas Mann gelesen habe. Und das war der Punkt, an dem du davon gesprochen hast, dass die Psychologie die Wissenschaft sein muss mit der größten Sehkraft für das Subtilste, nicht? Also die Psychologie als das, als die Wissenschaft, die zugleich die ist, die den anderen mehr erkennt als jede andere Wissenschaft. Sie setzt sozusagen auf der Ebene an, auf der Alterität paradigmatischerweise geschieht. Nicht wahr? Also die Ebene der Mitwelt, um es mit dem alten Ausdruck zu sagen. So, und jetzt sagt Thomas Mann an einer Stelle in den Betrachtungen des Unpolitischen, dass er findet, dass die Kunst mit dem Fortschritt der Psychologie ebenso fortschreitend verkümmert. Etwa. Die vollendete Psychologie, so stellt er es dar, bedeutete den Tod und das Ende der Kunst. Es ist für ihn so, dass das Kunstwerk, das verstanden ist, im Moment, da es verstanden ist, aufhört, Kunst zu sein. Etwa, weil die Kunst eben auch dieses ja, mystische Element des Unbegriffenen mit enthalten muss. Könnte es vielleicht mal zuspitzen in die
Frage danach, ob die Erfahrung der Erhabenheit, die ja seit der Kantschen Kunsttheorie und vermutlich auch schon vor ihr, da bin ich nicht so tief im Bilde, die Grunderfahrung ästhetischen Genusses ist, gerade abhängt auch von einem Element des Unbegriffenen. Nicht wahr? Man könnte hier also zurückfragen, ob die Psychologie, so wie sie vorliegt, in ihrer Steigerungsform nicht gerade das Gegenteil von dem bedeutete, worauf es uns ankommt, wenn wir hier eine schellerianisch informierte oder revidierte Psychologie eben vorstellen. Und Mann kann da eben also Thomas Mann kann da eben eine regulative Idee beisteuern, indem er sagt, wir müssen vielleicht zu so etwas kommen wie einer Psychotechnie, einer Kunst der Psychologie, nicht wahr? Die eben dem entspricht, die dem entspricht, was sie da zu beforschen sich anschickt, nämlich die auch selbst dieses Moment der Unbegreifbarkeit mit umfasst. Wenn ich mich das aber so ausbuchstabieren höre, höre ich zugleich, wie rudimentär das Ganze ist, nicht wahr? Das geht nicht viel weiter als bis zu einem, ja, relativ, ja, nehme ich mal selbst in die Kritik, bis zu einem relativ vulgär gedachten Begriff von Gleichheit, nicht wahr? Die Wissenschaft sollte irgendwie dem gleichen, was sie beforscht. Aber das ist eben das State of the Art. Also ich kenne auch keine weiter fortgeschrittenen Ansätze. Ich weiß von Hans-Peter Krüger, dass er an einigen Stellen so etwas andeutet wie einer Forschungspraxis, die der Unergründlichkeit des Menschen gerecht wird. Aber das bleibt auch andeutungshaft. Und dort, wo es konkret wird, bezieht es sich dann auf Reflexionen darauf, wie die Scientific Community beschaffen sein müsste. Das heißt, wird wissenschaftssoziologisch und nicht methodologisch. Das Einzige, was ich ebenso in einer rudimentären Weise hier vorzulegen hätte als Denkangebot, und ich denke, das ist ein Denkangebot ebenso für Sie, die Zuhörenden, sein wird, da wir uns dem Ende der Episode zuneigen, ist, dass eine Art und Weise, mit der Alterität umzugehen, ist, so habe ich es einmal in einem Aufsatz beschrieben, in einem Sammelband, in dem du auch erscheinst, Alexander, bei Mentis in Köln, dass ihr auf Seiten des Forschenden eine Haltung entsprechen muss. Und das ist die Haltung der Alteritätssensibilität. Nicht wahr? Die Haltung der Alteritätssensibilität soll so etwas ausdrücken wie ein Wertbewusstsein vor dem Fühlen und ja, eben Werten des anderen. Letztlich war das mein Versuch, Plessners Gedanken weiterzuentwickeln, wo er sagt, dass wir den Begriff des Menschen nur dadurch haben erringen können in seiner Universalität, dass wir die privilegierte Position des eigenen aufgegeben haben. Etwa erst ab dem Moment, da der Anthropologe das Fühlen und Werten auch der sogenannten primitiven Völker ernst nimmt und für sich gelten lässt, kann er eben ihre Art und Weise, sich zur Welt zu beziehen, als auch menschliche Weise aufgreifen und nicht als irgendwelche Protostadien dessen, was er eigentlich unter Menschheit versteht, nämlich sein eigener Weltbezug. Und dieses Gewahrsein, dass es eben mehrere Weisen zu fühlen und zu werten gibt, das habe ich versucht zu fassen, eben als diese Haltung der Alteritätssensibilität, der dann auf Seiten der konkreten empirischen Forschung, und das ist wiederum zugegebenermaßen rudimentär gedacht, so etwas entsprechen müsste wie eine gesteigerte Bedeutsamkeit derjenigen Stadien des Untersuchungsprozesses, in dem die Versuchspersonen tatsächlich etwas zu sagen haben. Und das ist, so will es mir scheinen, bevor wir eben Frontloading mit Alteritätsphilosophie betrieben haben, zunächst einmal vor allen Dingen die Exploration und die Evaluation. Also dann, wenn wir explorative Studien durchführen oder Pilotstudien durchführen, haben wir für gewöhnlich in der Psychologie auch etwas Raum für
Einschätzungen und Bewertungen durch die Versuchspersonen selbst. Man legt Items vor und fragt danach, was glauben Sie, habe ich hiermit erhoben? Haben Sie sich dadurch gesehen, gefühlt? Was würden Sie ändern? Das ist der Punkt, wo der andere die Gelegenheit hat, eben für sich einzustehen und Gegenrede zu halten gegebenenfalls. Und das, der andere Punkt in der Versuchsdurchführung wäre das sogenannte Follow-up. Nach dem Milgram-Experiment, wo war es ja bekannterweise notwendig, über lange Jahre Follow-ups durchzuführen, um die psychischen Schäden, die eben angerichtet wurden, bei den auch armen Versuchspersonen ja eben verantwortlich zu betreuen. Und da hat sich immer wieder auch ergeben, erstens, dass es lange Schäden gegeben hat und zweitens, dass dieses Follow-up hilft. Und zwar nicht nur den Versuchspersonen, sondern auch den Forschenden eben beispielsweise dieselben Fehler nicht nochmal zu begehen oder eben auch bessere Forschung zu betreiben. Rudimentär gedacht ist das vor allen Dingen, weil es abstrakt gedacht ist. Ich habe jetzt keine Beispiele, wie das konkret aussehen könnte, sondern mir fällt einfach auf, dass es da schon Bruchstellen gibt, an Pseudo-Bruchstellen gibt, um dein Wort zu verwenden, für das Antlitz des anderen. Aber ich denke, dass ich es bei diesem Ausblick auch belassen möchte. So, und wenn es jetzt nicht so ist, dass dir noch was auf der Zunge brennt, Alexander, würde ich dazu übergehen, denn die Zusammenfassung zu machen und dann die Episode zu beenden. Also, werte Zuhörende, wir haben heute über das schwierige Thema der Alterität gesprochen und haben versucht, das Ganze von der Antike bis zur Zukunft, wenn man so will, nachzuzeichnen. Wir haben begonnen bei Platons logischer Auffassung des Heteros als Verschiedenheit und sind jetzt in Spekulieren darüber gekommen, wie die Psychologie wohl umzugestalten wäre, wenn sie denn dem Problem der Alterität mehr Raum geben würde. Und zwischen diesen zwei Polen sind so manche Schritte geschehen. Wir haben gesehen, dass das Problem der Alterität eines der Spezialprobleme der phänomenologischen Tradition ist. Es ist sozusagen eines der Distinktionsthemen, könnte man sagen. Also die Phänomenologie zeichnet sich auch dadurch aus, einen besonders interessanten und besonders anregenden Problemhorizont in der Frage nach dem anderen zu eröffnen, nämlich das Problem der radikalen Alterität, das was Lacan Big Other nennt, die Dimension der Alterität, die alle unsere Versuche, sie zu begreifen, zurückweist. Und zugleich ist es eben diese Dimension, die die Phänomenologie aber auch sprengt und eben die Rechtfertigung dafür ist, dass es etwas gibt, das sich selbst versteht als eine Philosophie der Alterität, als einen eigenständigen Forschungszweig, der in verschiedenen anderen Subdisziplinen der Philosophie und auch der Psychologie natürlich auftaucht. Ja, wir sind dabei auf verschiedene Positionen zu sprechen gekommen. Vor allen Dingen haben wir uns abgearbeitet an Emmanuel Levinas als einem oder dem paradigmatischen Vertreter des großgeschriebenen Anderen, des stark gefassten Anderen. Wir sind dann übergegangen zu Matthias Schlossberger als einem Zeitgenossen, der versucht, mit einer schelerianisch und plessnerianisch interpretierten anthropologischen Perspektive Horizonte zu schaffen, in denen die Frage nach dem großen Anderen nicht als Frage jenseits des rationalen Diskurses zu stellen ist, sondern diesseits eines rationalen Diskurses in der Ordnung des Herzens aufgefasst werden kann. Mit diesem Versuch sympathisieren wir, so viel sollte klar sein nach 47 Episoden Fipsi, aber wir geben uns damit natürlich nicht zufrieden, sondern lesen das Ganze vielmehr als ein Aufbruch zu einer neuen Ordnung, als ein sich Einfinden in einer bereits bestehenden. Das ist mein Schlusswort für die heutige Sitzung. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zugehört haben, liebe Zuhörende. Und ich freue mich vor allen Dingen, Alexander, dass du mit mir diesen geistreichen und immer wieder sehr aufschlussreichen und inspirierenden Dialog hältst. Wir haben jetzt bald die 50 Episoden voll. Es ist zugleich Neujahr. Mich stimmt das Ganze nochmal auf einer weiteren Ebene bereit für einen Aufbruch. Ich freue mich, die
halbe 100 voll zu machen mit dir. Wir freuen uns gemeinsam. Ich muss sagen zur heutigen Episode, dass wir Grundlagen geschaffen haben und das ist ein Motiv, was sich in den ersten 50 wiederholt. Unser Ziel, und das ist sicherlich die Fleißarbeit, die es zu tun gibt, die allerdings auch viel Kreativität verlangt, ist daran jetzt anzuschließen. Was heißt das konkret? Wie kann man das in die Tat umsetzen? Und das ist keine Leichtigkeit. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 50 Episoden, bis wir die 100 voll haben, dort einige Schritte vorangehen und die Grundlagen, die wir jetzt geschaffen haben, weiterverfolgen und mit den konkreten empirischen Untersuchungen in größeren Kontakt bringen. Jedenfalls wächst die gemeinsame Basis unseres Wissensschatzes, um der Aufgabe gewachsen zu sein. Und ich sehe mit Zuversicht und auch mit einer gewissen Tollkühnheit unserer Aufgabe entgegen und glaube, dass wir ihr gewachsen sind. Also ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.